Hallo Hannover, herzlich willkommen bei Jugend forscht, Schüler experimentieren. Herzlich willkommen zum Regionalwettbewerb Hannover 2021 und herzlich willkommen zu unserer heutigen Feierstunde, die eigentlich ein bisschen mehr wird als eine Feierstunde, denn wir haben ungefähr 90 Minuten eingeplant. Wir schauen mal, wie wir durchkommen, aber das Programm ist voll und ja, womit soll ich anfangen? Am besten mit mir. Mein Name ist Bastian Brunotte. Ich arbeite, wie man unschwer erkennen kann, bei der Digital Mindset hier in Hannover. Gegenüber von mir sitzt mein wunderbarer Kollege Mika Soradiningrad. Wir werden euch heute hier so ein bisschen technisch auch durch die Veranstaltung begleiten. Und ne, dem Anlass entsprechend, ist ja eine Feierstunde, habe ich heute sogar ein Hemd angezogen. Und wie sich das für eine Feierstunde gehört, haben wir natürlich auch ein Grußwort eingesammelt. Und deshalb freuen wir uns jetzt auch schon auf die erste Zuschaltung, auf die erste Live-Schalte, nämlich zum Regionspräsidenten. Wenn ihr jetzt sagt, Regionspräsident, was ist das denn? Naja, das ist der Chef von der Region Hannover. Ja? Und das ist Hauke Jagau und dem hören wir jetzt mal zu. Auf. Liebe Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Beteiligte am Wettbewerb Schüler experimentieren, Jugend forscht 2021. Zunächst allen denen, die teilnehmen, einen herzlichen Dank dafür, dass sie teilnehmen. Und dann das, was in dieser Zeit ja unumgänglich ist. Eigentlich ist das Spannende an dem, was jetzt stattfinden sollte, dass man ganz tolle Experimente und Ideen sehen kann. Dass junge Leute da sind, die sich gefragt haben, warum ist eigentlich irgendwas so und kann man das nicht besser machen? Und dann losziehen, experimentieren und etwas vorstellen können. Und um es mal so zu sagen, wie es ist einfach großer Mist, dass man das während Corona nicht kann. Und dass wir hier so eine wunderbare digitale Form nutzen müssen. Ich kann sagen, mir geht da ganz viel verloren, weil das direkte Gespräch mit denen, wenn man fragt, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Und das zu hören, das fand ich in den letzten Jahren immer top. Die Region unterstützt gemeinsam mit der Leibniz-Uni und MTU Maintenance diesen Wettbewerb, weil es ganz wichtig ist, dass Menschen nicht nur Ideen haben, sondern den Mut haben, sie umzusetzen. Wenn es das übrigens nicht gäbe, säßen wir immer noch irgendwo auf dem Baum. Dann gäbe es kein Rad und was es alles sonst nicht gäbe, auch die gesamte Technik nicht. Also Neugier und die Idee, was verändern zu wollen, sind in Wirklichkeit der Motor für den Fortschritt, für die Gesundheit, dafür, dass wir heute ganz woanders stehen, wo wir zum Beispiel ungefähr vor 100 Jahren standen. Natürlich wissen wir heute auch sehr viel mehr, dass die Frage der Umweltbelastung und des Klimawandels eine Rolle spielen. Und auch da gilt es dann wieder zu forschen und Ideen zu entwickeln. Wie können wir sicherstellen, dass wir einerseits erfolgreich uns weiterentwickeln und andererseits trotzdem nachhaltig sind. Auch das ist ein wichtiger Moment. Ich bin sicher, weil das die letzten Jahre immer so war, dass eine ganze Menge der einzelnen Experimente und Forschungsbeiträge sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Also nochmal, ich finde es toll, dass sie ihr mitmacht. Ich hoffe, dass ganz viele Ideen dabei rausgekommen sind und ich hoffe, dass viele von euch auch den mühsamen Weg, dass man erst ganz viel auch lernen muss, gerade wenn man sich für Naturwissenschaften interessiert, auch viel wissen muss, wie das eigentlich technisch geht, verbinden mit ihrer Neugier, mit der Fantasie und mit der Idee, wir machen was besser, verbinden und auf lange Sicht dazu beitragen, dass wir in Deutschland weiter so erfolgreich sind. Wir sind nicht ohne Grund Exportweltmeister. Wir sind nicht ohne Grund in den Bereichen so stark, wo man denken muss. Das ist ein wichtiger Teil, wo wir im Mittelstand in kleinen Denkfabriken sagen, da können wir Lösungen entwickeln. Das können wir, weil wir eine gute Ausbildung haben und weil wir tolle, engagierte, junge und ältere Menschen haben, die was anders und besser machen wollen. Deshalb herzlichen Dank für euer Engagement, herzlichen Dank all denen, die diesen Wettbewerb ausgerichtet haben und ihn unterstützen und der Wunsch und die Hoffnung, dass er dann nächstes Jahr wieder unter ganz anderen Umständen ganz normal, sicherlich auch in vielen digitalen Fragen, aber doch so stattfindet, dass man in echten Austausch gehen kann und natürlich auch viel Erfolg, das ist ja die erste Stufe der Regionswettbewerb, in den Leitern nach oben für die Bundesausscheidung am Ende. Vielen Dank, dass Sie ihr mir zugehört habt. Herzlich willkommen zurück hier im Digital Mindset Studio. Vielen Dank, Hauke Jagau, für Ihr Grußwort. Der Regionspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir müssen weitermachen, denn wir haben keine Zeit. Ich hatte es angesprochen, wir haben ein pickepackevolles Programm.
ganz kurz würde ich mir doch noch nehmen, denn ihr habt es im Vorspann gesehen, ja, über 50 Jahre Jugend forscht, da waren wahnsinnig tolle Plakate dabei. Unseres haben wir hier im Hintergrund, passend zum Zeitgeist, eine Vermischung von Stadt und Land und Natur, angetrieben von erneuerbaren Energien und mit fliegenden Transportmitteln. Aber mein eigentliches Lieblingsplakat ist von 1996. Da war nämlich so ein Popkulturbezug zu Star Trek drauf, ab in die Zukunft. Heute ist der Hashtag Lasst Zukunft da. Wenn ihr jetzt also twittern wollt, bei Instagram irgendwas tun wollt, bei Facebook, bei LinkedIn, wo auch immer ihr unterwegs seid, TikTok, ne? Mika, was haben wir noch? Snapchat. Dann nutzt den Hashtag Lasst Zukunft da. Aber es wird Zeit, dass wir unseren nächsten Gast hier auf die Bühne holen. Und zwar freue ich mich ganz besonders, Günther Kempfert hier begrüßen zu dürfen. Günther, komm zu uns, denn der ist zwar noch nicht seit 96 da, aber auch schon 10 Jahre. Hallo Günther, herzlich willkommen. Ja, 10 Jahre sind eine lange Zeit. Da hast du einige der Plakate schon mitgenommen und ich glaube, mit einer Glaswand bist du auch noch nie auf die Bühne gelaufen, oder? Jeder Wettbewerb ist anders, aber dieser ist besonders anders. Dieser Wettbewerb, ja, hat ganz eigene Vorzeichen. Die Corona-Pandemie hat uns alle im Griff. Das ist so. Aber wir lassen uns davon nicht abschrecken. Ich glaube, du hättest auch gerne im Lichthof der Leibniz-Universität den Preis verliehen. Das funktioniert heute leider nicht. Wir haben trotzdem, so hoffen wir, ein spannendes Programm für euch zusammengestellt. Und damit wollen wir beginnen. Ich nehme die Scheibe mit, gehe in mein kleines Nebenstudio und wir sehen uns gleich, Günther. Viel Erfolg, viel Spaß. Dankeschön. Ja, liebe Jungforscherinnen und Jungforscher, wie Bastian schon gesagt hat, gerne hätten wir euch heute im Lichthof der Leibniz-Universität begrüßt. Gerne hätte ich euch dort auf die Bühne geholt, euch die Urkunde überreicht. Das geht leider nicht. Aber wie er auch schon sagte, wir lassen uns nicht davon abhalten, euch trotzdem zu feiern. Ihr habt im letzten Jahr Enormes geleistet. Ihr habt euch Projektideen ausgedacht. Ihr habt geforscht an euren Ideen, an euren Fragen. Habt nicht aufgehört zu forschen, trotz der Corona-Pandemie. Es waren sicher schwierige Zeiten, aber ihr habt es geschafft, euer Projekt bis zum Abschluss zu bringen, eine schriftliche Langfassung einzureichen und auch der Jury gestern euer Projekt vorzustellen. Das ist enorm und das ist aller Ehren wert und deshalb gilt es heute hier in der Feierstunde, euch zu feiern. Lasst euch feiern, erst hier in der Feierstunde und dann hoffentlich auch zu Hause mit euren Eltern, Freunden und Verwandten weiter. Ja, eure Eltern, Freunde und Verwandten, denen gilt sicherlich auch viel Dank. Zu Hause war da bestimmt viel Anstrengendes, ja, auszuhalten, mitzubetreuen. Wir wissen das vom Homeschooling aus eigener Erfahrung, dass das nicht einfache Zeiten sind, aber ihr habt das geschafft. Ein großer Dank gilt deshalb auch an alle Eltern, die ihre Kinder da betreut haben und bis zum Wettbewerb gebracht haben. Ich möchte an dieser Stelle auch allen Projektbetreuenden danken. Als Lehrer weiß man, wie schwierig es ist, in dieser Zeit den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern zu halten, sie zu betreuen. Und umso beeindruckender ist es, dass so viele Projekte, es sind insgesamt 59 Projekte, die hier beim Wettbewerb antreten, es soweit geschafft haben und gestern hier teilgenommen haben und heute sich hier feiern lassen können. Nicht vergessen möchte ich noch einige organisatorische Hinweise abzugeben, die ganz wichtig sind. Und zwar ist es so, dass wir in dieser Feierstunde, wir haben sonst häufig die Sonderpreisverleihung getrennt abgehalten. Wir haben jetzt die Sonderpreise und die Preise in einer Feierstunde drin. Deshalb müssen wir uns zeitlich ein bisschen ranhalten und werden es deshalb so machen, dass von den Fachgebieten nur die Laudationes der Platzierungen der dritten, zweiten und ersten Plätze vorgelesen werden. Alle anderen kriegen natürlich ihre Laudatio für ihr Projekt nächste Woche zugestellt. Wir schicken euch allen eure Urkunden und damit auch eure Laudatio, sodass ihr die jetzt zwar hier in der Feierstunde nicht verlesen bekommt, aber nächste Woche zu Hause dann lesen könnt. Kontrolliert bitte unbedingt in der Online-Wettbewerbsverwaltung nochmal eure Adresse, damit wir dann per Post euch die Urkunden und die Laudatio zuschicken können und die Preise und damit sie dann auch an die richtige Adresse kommen. Also ganz wichtig ist auch, dass ihr eure E-Mail-Adresse kontrolliert. Für die Preisträger ist das ganz wichtig, weil die Preise werden über die Online-Wettbewerbsverwaltung abgewickelt und das heißt, ihr bekommt eine E-Mail von der Geschäftsstelle, sodass dann der Preis euch auch zugehen kann und ihr mit den nötigen Informationen versorgt werdet und dort auch entsprechend antworten könnt. Also das ist ganz wichtig nochmal. Und dann starten wir auch, wir machen das so wie sonst im Lichthof der Leibniz-Universität auch. Wir starten mit dem Fachgebiet Arbeitswelt gleich und wir machen es so, dass es einen Block gibt für die Sparte Schüler experimentieren. Damit starten wir jetzt.
Für das Fachgebiet Arbeitswelt starten wir mit dem ersten Projekt. Und zwar haben Emma und Amber Elina das Projekt Die perfekte Binde uns vorgestellt. Die beiden kommen von der IGS Wunsdorf. Und wir danken für euer Projekt. Wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr wieder dabei seid, euer Projekt weiterentwickelt oder ein neues Projekt an den Start bringt. Vielen Dank für euer Projekt. Das zweite Projekt im Fachgebiet Arbeitswelt heißt: Was ist der stabilste und perfekte Nähmaschinenstich? Carla, Antonia und Amalia haben dieses Projekt erarbeitet. Ebenfalls von der IGS Wunsdorf. Vielen Dank für euer Projekt. Tomke Boots und Kevin Hu haben sich gefragt, welche Maske funktioniert am besten. Die Jury schreibt dazu in ihrer Laudatio: Tomke und Kevin haben in ihrer Präsentation, welche Maske funktioniert am besten, verschiedene Mund-Nasen-Masken unterschiedlicher Stoffstrukturen auf ihre Luftdurchlässigkeit anhand eines selbstentwickelten Kerzentests getestet. Auch die Verwendung des Mikroskops hat den Test sehr anschaulich unterstützt. Euer Vortrag war in einem tollen Wechselspiel gut vorgetragen. Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr mit einem weiteren spannenden Thema dabei seid. Und die Jury ist der Meinung, dass ihr dafür den dritten Preis verdient habt. Der dritte Preis ist mit 45 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das nächste Projekt ist von Mariam, Josephine und Emina. Und bevor wir uns da die Laudatio anhören, möchte ich Mariam einmal fragen. Mariam, ihr habt ja euch mit Spülmittel beschäftigt. Ich denke mal, eure Eltern freuen sich zu Hause, dass ihr jetzt zu Hause immer so häufig abwaschen wollt, oder? Ja, als wir bei unseren Forschungen, da haben sich unsere Eltern natürlich gefreut, weil wir da ja abwaschen mussten sozusagen. Aber jetzt, wo das sozusagen vorbei ist, da waschen wir jetzt nicht mehr so viel ab, weil wir haben ja auch eine Spülmaschine. In der schriftlichen Arbeit habe ich gelesen, dass das Projekt eigentlich über deine Mutter entstanden ist. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, meine Mutter hat sich mit einer Freundin über Spülmittelrezepte ausgetauscht und ich habe mich halt für das Thema interessiert. Und weil wir halt gerade für ein Thema für Jugendforsch gesucht haben, haben wir gedacht, wir testen selbstgemachte Spülmittel. Ja, Mariam, die Jury schreibt für euer Projekt: Mariam Sevin, Josephine Annemann und Emina Kovacevic haben in ihrem Projekt selbstgemachtes Spülmitteltesten zum Thema Spülmittelalternativen geforscht. Sie haben zwei verschiedene Spülmittel selbst hergestellt und diese mit herkömmlichem Spülmittel verglichen. Mit der tollen Präsentation und der klaren Strukturierung des Vortrags habt ihr uns begeistert. Ihr habt nicht nur selbst geforscht, sondern auch andere Personen eure selbstgemachten Spülmittel testen lassen, was euer Ergebnis unterstreicht. Das Thema ist aktuell und alltagsbezogen und birgt auch Potenzial zu weiteren Forschungen und zur Anwendung. Zum Beispiel Seife aus Holzkohle ist so ein Thema in eurer Arbeit gewesen. Ihr habt spürbar Spaß bei der Sache, macht weiter so. Und die Jury ist deshalb der Meinung, dass ihr den zweiten Preis im Fachgebiet Arbeitswelt verdient habt und zusätzlich auch noch den Sonderpreis Umwelttechnik, der mit 50 Euro dotiert ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir kommen zum nächsten Projekt, das Muffin-Duell von Selina Bosse. Das ist erarbeitet worden an der Rudolf-Bembenek-Gesamtschule. Und die Jury schreibt zu deinem Projekt: Selina Bosse hat in ihrem Projekt das Muffin-Duell getestet, ob Muffins besser mit Backpulver oder Hefe aufgehen. Deine Präsentation war sehr professionell, sehr gut strukturiert und ansprechend. Die thematisch gut passende Standdeko hat deinen tollen Vortrag unterstrichen. Besonders überzeugt hat uns deine wissenschaftliche Herangehensweise. Deine erste Teilnahme war nun bereits erfolgreich und lässt uns auf mehr hoffen. Und deine erste Teilnahme wird auch prämiert mit dem ersten Preis und damit auch mit dem Regionalsieg und der Teilnahme am Landeswettbewerb. Alle Regionalsieger können am Landeswettbewerb teilnehmen. Für beide Alterssparten Schüler experimentieren und Jugendforsch gibt es jeweils im März einen Landeswettbewerb, die auch als Online-Wettbewerbe stattfinden müssen. Herzlichen Glückwunsch dir und viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Wir kommen dann zum Fachgebiet Biologie. Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ist hier der Preisstifter. Das heißt, alle Fachgebietspreise werden von diesem Preisstifter gestiftet. Und wir kommen zum ersten Projekt. Kann man Gefäße aus Algenpulver herstellen?
Finn Scheibe und Marlon Davison haben das Projekt erarbeitet. Sie sind von der IGS Wunsdorf und wir danken für dieses Projekt. Und es gibt für dieses Projekt, so hat die Jury das entschieden, einen Sonderpreis. Und zwar den Sonderpreis Reset Plastic. Der ist mit 75 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch dazu euch. Wir kommen zum nächsten Projekt, Untersuchung zum Orientierungsverhalten von Ameisen. Die Laudatio der Jury lautet hier: Christopher hat in einer ausführlich und überzeugenden Präsentation seinen Versuchsaufbau zum Orientierungsverhalten von Ameisen vorgestellt. Dabei hat er mit enormem Fachwissen über Ameisen überzeugen können. Zusätzlich hat er seinen Versuch kritisch hinterfragt und Verbesserungsmöglichkeiten entworfen. Die Jury ist der Meinung, dass du dafür den dritten Preis bekommst. Der ist mit 45 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch. Carola Fienga hat verschiedene Fermentationen untersucht. Sie ist von der St. Ursula Schule und die Laudatio heißt dazu: Carola hat sich mit Haushaltsalternativen für Backhefe experimentell beschäftigt. Dabei hat sie sich in der Fermentation von verschiedenen Obstsorten probiert und diese für die Verwendung zum Brotbacken getestet. In ihrer Präsentation konnte sie ihre Ergebnisse und Forschungsmethoden gekonnt darstellen und Rückfragen beantworten. Die Jury zeichnet dieses Projekt mit dem dritten Preis aus und zusätzlich gewinnst du auch noch den Sonderpreis plus MINT für interdisziplinäre Projekte, der mit 75 Euro dotiert ist. Carola, herzlichen Glückwunsch dazu. Wir kommen zum nächsten Projekt. Pflanzen stehen Kopf. Veronika Kurilov von der Rudolf-Bembenek-Gesamtschule hat dieses Projekt erarbeitet und die Jury schreibt in ihrer Laudatio: Veronika hat sich damit beschäftigt, ob Pflanzen die Gravitation spüren können und ihr Wachstum dementsprechend ausrichten. In einem freien Vortrag hat sie ihre Experimente anschaulich erläutert und konnte auf Rückfragen angemessen reagieren. Ihr Experiment hat sie in einem zweiten Versuch hervorragend weiterentwickelt. Und die Jury vergibt deshalb den zweiten Preis für dieses Projekt. Wir kommen dann zum Fachgebiet Chemie. Preisstifter ist hier der Fonds der chemischen Industrie im Verband der chemischen Industrie. Und wir kommen zum ersten Projekt. Das lautet das Geheimnis der Farbtabletten. Mia Lenja Unger und Laurina Kleinbeckes haben dieses Projekt erarbeitet. Sie sind von der evangelischen IGS Wunsdorf und wir bedanken uns für dieses Projekt und hoffen, dass ihr nächstes Jahr wieder teilnehmt. Der perfekte Wasserfilter. Simon Drude, Alexander Bogdan und Joshua Hoting von der IGS Wunsdorf haben an diesem Projekt gearbeitet und auch da freuen wir uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder teilnehmt. Vielen Dank für euer Projekt. Die Brausetablettenraketen von Lian Tepps, Louis Horstmeier und Marc Scherer ist ebenfalls an der IGS Wunsdorf erarbeitet worden und auch da freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen Dank für euer Projekt. Wir kommen zum Projekt Nur die Milch macht es oder doch nicht. Dieses Projekt ist von Malte Matthias und Daniel Kochlovius vom Gymnasium Bad Nenndorf. Die Jury schreibt in ihrer Laudatio dazu: Den Schülern ist mit großem Erfolg gelungen, eine intrinsisch motivierte Problematik aufzuarbeiten. Dabei haben sie ein hohes Verständnis für wissenschaftliche Vorgehensweise, die wissenschaftliche Logik und die lückenlose Dokumentation gezeigt. Die Jury ist deshalb der Meinung, dass ihr beiden den Regionalsieg verdient habt und deshalb den ersten Preis bekommt und euch auch für den Landeswettbewerb qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Wir kommen zum Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Die perfekte Drehung von Romy, Mina und Viona ist ein Projekt, das an der IGS Wunsdorf erarbeitet wurde und wir danken für das Projekt. Wir kommen zum nächsten Projekt und zwar ist das: Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Frühblüher aus? Das ist von Josephine Marie Rode von der evangelischen IGS Wunsdorf und die Jury schreibt in ihrer Laudatio: Josephine Marie Rode hat sich in ihrer Arbeit mit der Fragestellung, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Frühblüher aus, beschäftigt. Dabei beobachtete sie die Anzahl an blühenden Narzissen im Zusammenhang mit dem Temperaturverlauf über mehrere Monate hinweg und zeigte dabei großes Durchhaltevermögen, da sie die Temperaturen jeden Tag regelmäßig gemessen hat. Außerdem analysierte sie den Temperaturverlauf der Frühjahre rückblickend bis 2016.
Im Jurygespräch konnte Josephine Marie auf Nachfragen selbstbewusst antworten. Die Jury ist deshalb der Meinung, dass du den dritten Preis des Fachgebiets Geo- und Raumwissenschaften verdient hast und zusätzlich den Sonderpreis des Geolino-Jahresabonnements. Wichtig ist für diese Zeitschriftenabonnements noch, auch das wird über die Wettbewerbsverwaltung abgewickelt, also ganz wichtig, dass da die Kontaktdaten stimmen und das Abonnement beginnt erst im Sommer, also es dauert ein bisschen, bis da das erste Heft kommt, aber ab Sommer kannst du dann das Geolino-Heft regelmäßig lesen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir kommen zum nächsten Projekt, das ist das Projekt CO2 im Glas, kann man die Freisetzung von CO2 aus dem Ackerboden messen. Die Laudatio der Jury heißt hier, auf der Basis moderner Bestimmungs- und Messverfahren ist Nele Bergmann ihrer Fragestellung nachgegangen und hat sich damit intensiv und zielorientiert auseinandergesetzt. Sie konnte mithilfe selbstprogrammierter Sensoren ein Verfahren zur Messung des CO2-Ausstoßes aus Böden sowie zur Messung der Temperatur und der Luftfeuchte entwickeln. Im Jurygespräch stellte sie ihre Ergebnisse kritisch und überzeugend dar. Nele konnte auf Nachfragen gut reagieren. Deshalb ist die Jury der Meinung, dass dieses Projekt von dir, Nele, den zweiten Preis verdient. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zum Projekt Einfluss von Trockenheit auf die Wasseraufnahmefähigkeit von Böden. Julius Fries von der Schillerschule hat dieses Projekt erarbeitet und in der Laudatio heißt es, Julius Fries hat in seiner Arbeit ein aktuelles, durch den Klimawandel verstärktes Problem, nämlich den Einfluss von Trockenheit auf die Wasseraufnahmefähigkeit von Böden, eigenständig untersucht. Durch die selbstständige Entnahme von Bodenproben und die anschließend sehr durchdachte Experimentreihe konnte er das Ergebnis herausstellen, dass trockene Böden eine geringere Wasseraufnahmefähigkeit besitzen. Sowohl in seinem Vortrag als auch in der schriftlichen Ausarbeitung bereitete Julius die Ergebnisse sehr gut strukturiert, ansprechend und sehr überzeugend auf. Auf Nachfragen reagierte er souverän und fundiert. Julius überzeugte durch eine hohe Eigenmotivation und mit seiner wissenschaftlichen Vorgehensweise. Die Jury meint, dass du deshalb den ersten Preis im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften verdienst und zusätzlich erhältst du auch noch den Sonderpreis Geo, das Jahresabonnement. Auch da gilt das Gleiche für das Zeitschriftenabonnement, wie gerade erläutert. Also das beginnt erst im Sommer. Wir kommen zum nächsten Fachgebiet, das ist das Fachgebiet Mathematik, Informatik. Und wir haben hier ein Projekt von den Zwillingen Max Friedrich und Daniel Christian Dorn. Sie haben Primzahlen untersucht, ein Fortsetzungsprojekt vom letzten Jahr, Untersuchung an Primfaktorensummen in erweiterten Zahlräumen. In der Laudatio schreibt die Jury, Max Friedrich und Daniel Christian haben sich intensiv mit der Untersuchung von Primfaktorsummen beschäftigt. Aufbauend aus den Erkenntnissen aus dem letzten Jahr haben sie dabei die analysierte Zahlenmenge auf 10 Millionen erweitert und dabei einige spannende Beobachtungen gemacht. Beispielsweise haben sie herausgefunden, dass bei Primzahlzwillingen die größere von beiden häufiger als Endergebnis auftritt. Die Jury ist der Meinung, dass ihr damit den zweiten Preis verdient habt. Herzlichen Glückwunsch. Jonathan Tikona Basala von Kaiser-Wilhelm-und-Ratz-Gymnasium hat ein Smart-Kettenfahrzeug gebaut und die Jury schreibt in ihrer Laudatio, Jonathan hat sein Kettenfahrzeug aus dem letzten Jahr um eine Gesichtserkennung und Kompasskalibrierung weiterentwickelt. Damit ist es möglich, Hindernisse zu umfahren und Personen zu folgen. Dafür hat er sich intensiv mit der Programmierung zweier Raspberry Pis mit Hilfe der Programmiersprache Python beschäftigt. In der Präsentation hat er die Funktionsweise des Kettenfahrzeugs eindrucksvoll demonstriert. Und die Jury meint, dass du damit den ersten Preis verdient hast und dich auch für den Landeswettbewerb qualifizierst. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zum Fachgebiet Physik. Das Projekt Der perfekte Heißluftballon von Juliana und Ebba ist an der IGS Wunstorf erarbeitet worden und wir freuen uns über dein Projekt und hoffen, dass ihr nächstes Jahr wieder teilnehmt. Was ist die beste Flügelform für ein Modellflugzeug Typ Mauersegler, haben sich Lennox, Linus und Leander gefragt. Sie haben ihr Projekt an der IGS Wunstorf erarbeitet und waren auch letztes Jahr schon dabei. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid mit einem tollen Projekt. Danke für euer Projekt. Superkondensator ist das Thema von Xiao Wang. Er ist von der Schillerschule Hannover und hat einen tollen Sonderpreis gewonnen, nämlich den Sonderpreis Bild der Wissenschaft, ein Jahresabonnement. Auch hier gilt das Gleiche
was ich vorhin zu den Jahresabonnements schon gesagt habe. Herzlichen Glückwunsch für deinen Preis. Das Projekt Beeinflussung der Geschwindigkeit eines Lego-Zuges durch magnetische Felder von Fabian Vanja Winkler ist am Kaiser-Wilhelm-Rath-Gymnasium erarbeitet worden und die Laudatio heißt hierzu: Fabian Vanja Winkler hat in seinem Projekt die Abhängigkeit der Geschwindigkeit eines Lego-Zugs von zusätzlich verbauten Magneten an Zug und Schienen untersucht. Die von Fabian durchgeführten Experimente waren zielgenau und deren Auswertung angemessen. Dabei konnte er bei der eingesetzten Messtechnik und Auswertung seiner Experimente zu diesem lebensnahen Thema überzeugen. Die Jury ist deshalb der Meinung, dass du, Fabian, den dritten Preis bekommen solltest. Herzlichen Glückwunsch. Beim nächsten Projekt würde ich gerne einen der Teilnehmer, ich habe gestern im Teilnehmerforum, habe ich mit dem Projekt, da gab es die Möglichkeit, in einem Teilnehmerforum Projekte auch vorzustellen, da habe ich mir das Projekt teilweise angucken können und ich würde gern Kiron einen der beiden fragen. Ihr habt in eurem Projekt eine Wasserrad-Teststation gebaut. Erzähl uns doch mal, was ihr in eurem Projekt genau gemacht habt und was ihr dann herausgefunden habt. Also wir haben eine Wasserrad-Teststation gebaut, die mit Hilfe von Lichtschranken Umdrehung ziehen kann und mit Hilfe eines kleinen Generators die Leistung messen kann. Dann haben wir herausgefunden, dass die Stahldicke eine Rolle spielt. Der Wasserstrahl darf nicht zu dick sein, weil dann spritzt die Hälfte des Wassers zur Seite weg, wenn es auf die Schaufeln trifft, aber auch nicht zu dünn da sein darf, weil dann bewegt nur das Gewicht des Wassers das Rad. Die Position spielt auch eine Rolle, das Wasser darf nicht zu weit außen auftreffen, weil dann fällt immer mal wieder Wasser, ohne auf eine Schaufel zu treffen, runter. Die Radgröße spielt auch ein bisschen eine Rolle, das Rad darf einfach nicht zu dick sein. Bezogerweise bei uns war das große Rad besser als das kleine. Ja, die Umdrehungsreparatur funktioniert bei Ungeschwindigkeit nicht so gut, weil die Lichtschranke nicht reagiert. Und dann der kleine Generator funktioniert dann halt bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht so gut. Ja. Kiron und Eva-Maria, ich möchte euch die Laudatio vorlesen, eurer Jury. Und zwar schreibt eure Jury: Eva-Maria und Kiron haben einen Testaufbau entwickelt, um Experimente zur Effektivität unterschiedlicher Wasserräder durchzuführen. Die Messwertaufnahme sowie die Auswertung erfolgten über eine digitale Messwerterfassung und Darstellung. Die Vielfalt der untersuchten technischen Wasserradspezifika sowie auch die Ansätze für eine theoretische Durchdringung waren beeindruckend. Ich war gestern auch beeindruckt von eurem Projekt, als ich mir das angeguckt habe. Ihr habt ganz schnell neben den Folien auch nochmal Videos gestreamt und die Kamera dazu geschaltet, um eure Lichtschranke nochmal zu erklären. Also toll, mit 11 Jahren, wie ihr da mit der Technik umgeht. Ich bin beeindruckt. Also nicht nur von eurem Projekt, sondern auch von eurer Fertigkeit, ja, im Umgang mit dem Wettbewerb, wie er in diesem Jahr stattfinden muss. Zurück zu eurem Projekt. Die Jury ist der Meinung, dass ihr für euer Projekt den zweiten Preis verdient habt. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zum Fachgebiet Technik. Verein Deutscher Ingenieure e.V. ist der Preisstifter und wir starten mit dem ersten Projekt. Es gibt in diesem Fachgebiet in der Alterssparte Schüler experimentieren nur ein Projekt, das ist von Julius Vogel und die Laudatio der Jury heißt hierzu: Julius, du hast dich in deinem Projekt mit der Charakterisierung verschiedener Papiersorten auseinandergesetzt. Dabei hast du auf kreative Art und Weise verschiedene Kennwerte von Papier ausgewertet. Hierbei hast du neuartiges ökologisches Ananaspapier mit selbstgemachtem und konventionellem Papier verglichen. Die Jury ist der Meinung, dass du für dieses Projekt deshalb den Regionalsieg verdienst. Also den ersten Preis Qualifizierung für die Teilnahme am Landeswettbewerb. Zusätzlich erhältst du auch noch den Sonderpreis Qualitätssicherung durch zerstörungsfreie Prüfung. Der ist mit 60 Euro dotiert. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Wir sind damit auch durch und ich gebe ab an Christian. Der hat einen spannenden Gesprächspartner für uns. So, da sind wir jetzt hier bei uns in unserem kleinen Interviewstudio. Bei mir ist Holger Sindemann, Geschäftsführer der MTU Maintenance in Langenhagen. Hallo Holger. Hallo Christian und hallo alle Zukunftsforschenden.
die da draußen im Internet uns gerade zugucken. Ne? Genau. Das sind ja schon eine Menge beeindruckender Projekte, um die Welt so ein bisschen besser zu machen, die wir uns eben so anschauen konnten. Und das sind ja eine Menge junger Menschen, die da so unterwegs sind. Holger, was hat dich in dem Alter so bewegt und hast du damals auch schon Zukunft für heute dagelassen? Also ich muss zugeben, ich war in dem Alter damals anders ausgerichtet. Ich war Leistungssportler. Ich habe viel Zeit im Schwimmbecken verbracht. Und jetzt gibt es zwar ein paar Parallelen zwischen Leistungssportlern und Zukunftsforschern, sowas wie ja, Ausdauer oder Stehauf-Mentalität. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass Zukunftsforscher deutlich mehr dalassen für die Zukunft als ein Leistungssportler. Also ich ziehe echt den Hut vor euch allen. Das Motto heißt aber ja, lass Zukunft da. Ne? Also sollen denn so Unternehmen wie das, was du vertrittst, auch Zukunft da lassen? Und was macht ihr diesbezüglich? Ja klar, sind wir als Unternehmen einerseits dazu verpflichtet, aber auch ja andererseits angespornt. Wir wollen ja Zukunft da lassen. Ne? Und als MTU ist mit Sicherheit das bekannteste Thema, für das die MTU Aero Engine steht, sind unsere Projekte, unsere Forschungsprojekte zum Thema emissionsfreies Fliegen. Also dass man halt mit einem wirklich guten Gewissen in den Urlaub fliegen kann, da forschen wir ganz intensiv dran. Aber es gibt auch kleinere Themen, jetzt einfach eher nach innen gerichtete Forschungsthemen. Also wir forschen hier zum Beispiel am Standort Hannover, wir forschen an dem Thema New Work rum, weil wir schon den Eindruck haben, dass wenn wir uns da nicht verändern, also was ist New Work? New Work ist der Arbeitsplatz in der digitalen Welt sozusagen. Also wie wird die digitale Welt den Arbeitsplatz verändern? Und da forschen wir dran rum. Wir wollen uns so aufstellen, dass ihr zum Beispiel später Lust habt, bei uns einen Job anzunehmen. Und da gehen wir so weit, dass wir auch ein Gebäude bauen. Also wir bauen hier gerade ein neues Bürogebäude für uns. Und da haben wir sehr viel rumgeforscht, mit welchem Büroausstattungskonzept wollen wir das versorgen? Wie wollen wir ermöglichen, dass die Mitarbeiter morgens reinkommen, sich ihren Arbeitsplatz suchen und dann in den richtigen Konstellationen sich finden, jeden Tag wieder aufs Neue, miteinander kommunizieren, kollaborieren können, heißt das Neudeutsch. An sowas forschen wir auch rum. Das klingt mega spannend. Also wenn dann Jugend forscht im nächsten Jahr, wenn dann der Jugend forscht dann im nächsten Jahr wieder so in Präsenz, nach wir streben ja danach, stattfindet, dann können sich unsere JungforscherInnen dann bei euch ein persönliches Bild von diesem Zukunftsbüro machen, richtig? Genau, also wir wollen das Ende Dezember wollen wir umziehen in dieses neue Bürogebäude und da würde dann auch diese Veranstaltung, die wird dann auch in dem neuen Foyer stattfinden. Das ist eine Treppe, die wir da extra konzipiert haben. Wie in so einem Kino sitzt man da so ein bisschen, wie in so einem Hörsaal sitzt man da so ein bisschen die Treppe rauf, hat dann unten den Beamer und da würde ich dann stehen und würde dann diese Jungforscherinnen und Jungforscher da begrüßen. Und genau, so. Aber bevor wir über das nächste Jahr reden, können wir vielleicht noch den Jungs und Mädels heute was mitgeben? Wenn du das möchtest. Ich hätte sonst einfach noch mal gesagt, dass ich das total faszinierend finde, was ihr da macht. Ich habe ja übrigens für euch im Publikum, ich kenne so den einen oder anderen Entwurf von dem, was da kommt. Also da kann man mega gespannt drauf sein. Aber dann gib doch jetzt noch mal unseren jungen Forscherinnen etwas zum Schluss mit und dann übergeben wir. Willst du dann gleich ins Studio zurück übergeben? Das kann ich machen. Super. Wahrscheinlich werde ich es vergessen, aber dann wirst du mich daran erinnern. Ich mache das. So, was ich euch mitgeben wollte, ist einfach Folgendes. Also heute ist natürlich ein riesenwichtiger Tag, weil heute geht es um den Einzug in den Landeswettbewerb. So, und eins ist klar, da wird es Gewinner geben und da wird es welche geben, die das jetzt nicht schaffen. Und das sind mitnichten irgendwie Verlierer, sondern ihr alle seid Gewinner, weil ihr alle habt euch durch die, naja, schwierigen Zeiten heuer, habt ihr euch durchgehangelt und habt es bis genau zu dem Punkt geschafft, wo ihr jetzt steht. Und dieses Wabbern, dieses Bubbern, wie nennt man das? Bubbern in der Brust, ne? dieses Adrenalin, was euch durch den Körper geht, das ist super, weil das richtet euch richtig aus für die Zukunft. Da werdet ihr häufig Adrenalin im Körper haben. Und wenn euch das Adrenalin dann noch dazu bringt, dass ihr im nächsten Jahr wieder mit einer Idee hier reinkommt und dann bei uns auf dieser Treppe sitzt, von der ich gerade berichtet habe, dann würde ich mich riesig freuen. Also ich drücke euch alle Daumen für heute. Ne? Und ich habe es nicht vergessen, ich gebe zurück ins Studio. Vielen Dank, Christian. Tschüss. Herzlich willkommen zurück hier im Studio. Vielen Dank, Holger Sindemann. Vielen Dank, Christian Bredlow, für euren spannenden Talk. Und wir machen direkt weiter. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir sind perfekt im Zeitplan, also als hätten wir das vorher geübt. Und wir machen direkt weiter. Und wir haben ein weiteres spannendes Interview für euch. Und zwar haben wir Christian nochmal losgeschickt,
nämlich um mit Professor Julia Gehlen zu sprechen. Ja, Professor Gehlen ist die Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Leibniz-Universität. Und ich denke, wir schauen einfach in den Talk mal rein. Auf geht's. So, da sind wir wieder. Ne? Hat eine kurze Pause gemacht und eine neue Gesprächspartnerin dabei. Hallo Julia, schön, dass du mitmachst. Hallo Christian. Du, erzähl uns mal ein kleines bisschen was zu dir und zu dem, was du machst. Ja, also hallo erstmal. Ich bin Julia, bin Gillen, bin an der Leibniz-Uni Professorin, und zwar Professorin für Lehramt, aber habe eigentlich einen längeren Weg bis dahin zurückgelegt, bin nämlich nach der Schule erstmal in eine Lehre gegangen, habe eine Tischlerlehre gemacht und bin sozusagen über den Weg erst ins Lehramt gekommen und dann auch an die Uni. Und im Moment bin ich auch Teil der Hochschulleitung und bin zuständig für Studium und Lehre. Spannend, dann bist du ja hier genau richtig bei Jugend forscht. In dem Alter, wie unsere NachwuchsforscherInnen, die hier unterwegs sind, was hast du da gemacht? Warst du da auch schon Raketenforscherin? Ehrlich gesagt, also Raketenforscher, das ist mein Lieblingsspruch, ne? Wenn wir in der Uni was Schwieriges zu regeln haben, dann sage ich immer, das ist doch jetzt hier keine Raketentechnik. Aber davon habe ich heute genauso wenig Ahnung wie damals. Ich war nämlich tatsächlich in Physik oder Chemie oder so, nicht gerade die Megaleuchte. Aber was ich glaube ich schon immer, was mich immer schon total interessiert hat, ist, Dinge zu gestalten, Dinge zu bewegen, Zukunftsvisionen zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass man da hinkommt. Und insofern, Technik ist nicht so ganz mein Ding, auch wenn die Tischlerlehre mich ein bisschen in die Richtung gebracht hat, aber das Gestalten von Welt, das finde ich total spannend. Jetzt haben wir ja eben hier schon eine ganze Menge spannender Projekte gesehen und Aufgaben gesehen. Was gibt so eine erfahrene Wissenschaftlerin wie du diesen Nachwuchsforscherinnen so mit auf den Weg jetzt für die Zukunft? Also tatsächlich ist es so, ich erinnere mich sehr gut in meiner Schulzeit an dieses Jugendforscht und diese Spannung, die dann immer in den Schülern lag, die diese Wettbewerbe mitgemacht haben. Und was mich damals schon fasziniert hat, ist, dass sie Lösungen finden und Ideen haben, auf die anderen nicht kommen, weil sie so neu denken. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich unbedingt erhalten soll, was die Schülerinnen und Schüler bei Jugend forscht auch schon, den Weg machen sie schon ein bisschen. Wege neu denken und Probleme so lange bewegen, bis man sie gelöst kriegt. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Das sind ganz viele Ideen, die da jetzt entstehen. Ne? Muss man dafür nachher dann studieren, um daraus was zu machen? Oder habt ihr da irgendwelche, was würdest du so sagen? Bisschen provokativ. Ja. Also ich würde sagen, es geht beides. Also es gibt natürlich diesen klassischen Weg, ne? Man macht die Schule zu Ende, man macht eine Lehre oder geht gleich an die Uni und dann geht man diesen normalen Weg. Aber wenn man mal guckt, welche Leute zurzeit richtig, richtig erfolgreich sind, die haben zum Teil Wege hinter sich. Das ist ganz erstaunlich. Die haben zum Teil vielleicht noch nicht mal die Schule mit Abitur abgeschlossen. Die haben sicherlich auch mal ein Studium abgebrochen. Es gibt also die Möglichkeit, ohne formale Wege, ohne Zertifikate erfolgreich zu sein und seine Ideen zu verfolgen. Die werden zurzeit immer bunter. Und insofern, im Grunde geht beides, wenn man das Ziel vor Augen hat. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist doch ein tolles Abschlussstatement. Vielen Dank für die netten Worte. Ich würde sagen, wir geben zurück ins Studio. Willst du das mal machen oder soll ich das machen? Ja, ich gebe gerne ab und wünsche euch allen weiterhin ganz viel Spaß und winke sozusagen in die Richtung. Tschüss. Wir sagen ganz herzlich danke, Frau Professor Dr. Julia Gehlen, Christian Bredlow, vielen Dank für euren spannenden Talk. Und damit sind wir eigentlich auch schon mit unserem ersten Block am Ende. Also ich denke, wir haben super krasse Projekte gesehen. Wir haben unfassbar tolle Ideen von Günther gerade gehört, die Schülerinnen und Schüler hier präsentiert haben, eingereicht haben. Ich bin völlig baff. Also das ist quasi Inspiration pur. Das brauchen wir heutzutage. Und das kann man eben auch nochmal sonderprämieren, denn wir machen jetzt weiter mit der Verleihung der Sonderpreise, eben jetzt erstmal für beide Alterssparten tatsächlich, für Schüler experimentieren und Jugend forscht.
Und wir beginnen mit dem Sonderpreis der Freimaurerloge. Und ich darf hier auf der Bühne begrüßen Herrn Michael Zimmermann vom Freimaurerischen Kultur- und Sozialwerk Friedrich zum Weißen Pferde GmbH. Hallo Herr Zimmermann, herzlich willkommen bei uns hier in der Show. Ja, ich grüße Sie und ich grüße alle, die mich in den letzten Jahren gesehen haben. Und ich stelle mich noch mal kurz vor, Michael Zimmermann. Und die Freimaurerloge Friedrich zum Weißen Pferde hier in Hannover, die hat seit vielen Jahren ein Förderwerk in Form einer GmbH. Und naja, ich sag mal, bei Freimaurern ist es ja nun seit 300 Jahren üblich, karitativ unterwegs zu sein. Das sind wir auch mit unserem Kultur- und Sozialwerk nach wie vor. Aber die Zeiten ändern sich. Sie kennen viele von euch, die Lateiner, den Spruch. Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Auf gut Deutsch, wir fördern seit vielen Jahren natürlich auch Projekte zur Zukunftsbewältigung und sind nunmehr seit zum 19. Mal bei Jugendforsch mit beteiligt. Die Förderpreise, die wir vergeben, das sind jeweils immer zwei, stehen den Schulen zur Verfügung und zwar zur Finanzierung und Anschaffung von Geräten oder was man immer braucht für weitere Wettbewerbe im Rahmen von Jugendforsch und Schüler experimentieren. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, im Rahmen der Sparte Schüler experimentieren, im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften, haben wir uns auf die Leibniz-Schule konzentriert, und zwar für das Projekt CO2 im Glas. Die Schule bekommt einen Förderpreis von 1.000 Euro. Und in der Sparte Jugend forscht, Fachgebiet Arbeitswelt, haben wir uns entschieden für das Kaiser Wilhelm und Ratsgymnasium, und zwar für das Projekt Electricity. Alle, die an diesem Projekt beteiligt waren und nach wie vor sind, das heißt die Schüler und Schülerinnen sowie die Lehrkräfte, die all diese Projekte nun auch begleitet haben, erhalten als Anerkennung einen Buchpreis in Höhe von 35 Euro. Und das mache ich nun so, dass jeder von euch bzw. von Ihnen von mir eine E-Mail bekommt, noch einen kleinen Text dazu im Anhang. Und ihr schickt mir dann euren Buchwunsch. Ich habe euch einen Termin vorgegeben. Da mache ich eine Sammelbestellung und wir schicken euch das dann nach Hause. Normalerweise findet die Preisverleihung und anschließend die Übergabe in unserem Logenhaus zusammen. Das hat schon letztes Jahr nicht mehr richtig geklappt. Das klappt nun dieses Jahr auch nicht. Aber wir sind alle guter Hoffnung, dass wir das im nächsten Jahr wieder machen können. Da ist dann auch wieder Jugend musiziert dabei und die Eltern. Und das ist immer alles eine schöne Feier. Ich wünsche allen, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, von Jugend forscht, eine gesunde und vor allen Dingen erfolgreiche Zukunft. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder. Bis bald und tschüss. Herr Zimmermann, vielen Dank für Ihren Beitrag. Vielen Dank natürlich auch an Ihr ganzes Team, an alle um Sie herum. Vielen Dank für das Engagement. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug loben. Vielen Dank auch für Ihren Auftritt hier bei uns in der Show. Bis zum nächsten Jahr hoffentlich in Präsenz. Ja, mit Sicherheit. Alles Gute. Okay. Tschüss. Aus dem Team Electricity haben wir vor der Sendung schon mit dem Friedrich gesprochen und haben ihn gefragt, wie man denn jetzt die weltweite Energiewende durch ein Energiemanagementsystem lösen kann. Ja, die haben sich da ihre Gedanken zugemacht. Wir schauen uns das mal eben an. Aktuell ist es so, dass ziemlich viele Länder auf erneuerbare Energien umsteigen. Diese haben aber anders als konventionelle Energien den großen Nachteil, dass ihre Produktion nicht regeln lässt und so können sie nicht auf Verbrauchsspitzen reagieren. Hier setzen wir aber mit unserem System Electricity an, denn wir verändern den Stromverbrauch und passen den an die Stromproduktion an. Dafür nutzen wir automatisierte Industrien, deren Produktivität regelbar ist und passen diese jeweils an die Situation an. Genauso wie E-Autos, die je nach Situation und Energiesituation laden können. Überflüssigen Strom speichern wir in alten E-Auto-Batterien und wir haben eine App programmiert, die zusammen mit unserem Modell dieses Konzept simuliert. Daran haben wir auch erfahren, dass sich dieses System durchaus in der Realität durchsetzen lässt. Und wir möchten daran gerne weiterforschen. So, herzlich willkommen zurück
Ich habe meinen nächsten Gast direkt schon mal zu mir hier auf die Bühne geholt. Hallo, Roman Kurowiak von der IBK Ingenieur Consult GmbH. Nee, nicht GmbH, ihr seid eine normale GmbH. Nee, gemeinnützig sind wir noch nicht. Noch nicht, aber ja. Ihr gebt alles. Roman, Hannover ist ein Dorf. Wir haben schon viele Sachen zusammen gemacht. Heute sehen wir uns auch hier bei Jugend forscht. Erzähl mal gerade ein bisschen, warum ist das für euch wichtig? Warum macht ihr hier mit? Naja, also wir beziehungsweise die IBK sind ja ein Engineering-Dienstleister und Anlagenbauer. Das heißt, wir sind im Technikumfeld unterwegs. Unsere Kunden kommen aus der Automobilindustrie, aus dem Flugzeugbau und allgemein Firmen, die etwas in Serie produzieren. Das sind unsere Kunden. Und von daher liegt uns natürlich besonders der MINT-Nachwuchs auch am Herzen und die Entdeckerfreude, die dazu spüren ist, das macht schon Spaß. Von daher sind wir Wiederholungstäter. Also wir sind jetzt das dritte Jahr als Sponsor dabei und ich persönlich auch das erste Mal dieses Jahr in der Jury. Das ist, also ich habe das eben schon gesagt, ja, das ist einfach, da kann man gar nicht genug Danke sagen. Ja, ich glaube, das brauchen wir in diesem Land. So funktioniert das, so bringt man eben ja, Wissenschaft und Wirtschaft irgendwo auch zusammen. Also auch da vielen Dank an euch. Ich würde sagen, wir gucken mal, wer den Sonderpreis für das Robotikprojekt gewonnen hat, oder? Ja, das soll ich das mal einblenden? Wäre spannend zu sehen. Blende mal bitte ein. Also los geht's. Es ist das smarte Kettenfahrzeug. Ja, soll ich kurz was dazu sagen? Bitte, wenn du möchtest. Zu den Preisen, die wir vergeben haben. Also wir haben in diesem Jahr, wie auch in den letzten beiden Jahren, zwei Sonderpreise gestiftet. Einen eben zum Thema Robotik, was auch natürlich mit unserem Unternehmensumfeld zusammenhängt. Und ein anderer zum Preis Innovation, da kommen wir gleich dazu. Ich hatte leider in meiner Jurygruppe nicht die Chance, die Vorträge zu hören. Von daher habe ich mich auf die Expertise der anderen Jury-Teams dann einfach verlassen müssen. Aber es hört sich auf jeden Fall spannend an, das smarte Kettenfahrzeug. Jonathan Tikona Basala, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Roman, jeder, der mal bei euch im Bürogebäude in Anführungszeichen war, weiß, dass euer Herz für ja, Robotik und so brennt. Ich glaube, den Jonathan müsst ihr irgendwann auch nochmal zu euch einladen. Da kann dann dein Kollege Holger sich nochmal voll austoben und mit ihm wirklich spannende Sachen angucken. Auf jeden Fall. Ist jetzt nicht abgesprochen, Jonathan. Für alle oder für beide Teams, denen wir Preise zur Verfügung stellen, die sind herzlich bei uns eingeladen. Da freuen wir uns sehr. Sehr gut. Du hast eben schon angesprochen, den Innovationspreis. Ich würde es jetzt auch mal enthüllen, wer gewonnen hat. Ja, bitte. Ja, der Ton macht das Wachstum. Das ist, so wie ich das gestern in der Jurybesprechung mitbekommen habe, steht auch Teil 2 hier, ein Wiederholungsprojekt oder ein Fortsetzungsprojekt. Es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Meinen herzlichen Glückwunsch auch an Finn Reinhardt, Nico Diekmann und Henk Niedersich. So sieht's aus. Also der Günther hatte das eben auch schon gesagt, ja, einfach mit dem Projekt weitermachen, es nochmal besser machen und beim nächsten Jahr einfach wieder dabei sein, das lohnt sich. So, und dann, Roman, habe ich gelernt, vergibt er auch noch einen Sonderpreis an eine Schule. So. Genau. Und da würde ich jetzt auch nochmal auf den Abzug drücken. Genau, und zwar in diesem Jahr werden ja zwei Schulpreise vergeben, einer davon von uns. Und diesmal ist es ein Newcomer. Das fand ich besonders spannend, die Rudolf-Bembenek-Gesamtschule in Burgdorf, die sich durch tolle Projekte ausgezeichnet hat. Und wir hoffen natürlich mit den 350 Euro, die jetzt nach Burgdorf gehen, dass dort viele neue Projekte auch gesponsert werden und die Rudolf-Bembenek-Gesamtschule uns auch bei Jugendforscht erhalten bleibt. Auch da herzlichen Glückwunsch, Roman. Ich denke, wir würden am liebsten allen ganz, ganz laut klatschen im Lichthof. Das funktioniert in diesem Jahr nicht. Also ihr müsst euch jetzt digital beklatscht fühlen. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr die Sonderpreise gewonnen habt. Und Roman, für euch nochmal vielen Dank, dass ihr diese Sonderpreise stiftet. Ich denke,
Ja, sehr gerne. Auch da also, der virtuelle Applaus für euch. Ich noch eine Sache sagen darf, die ganz kurz ist. Ich bin ja nicht nur Geschäftsführer der IWK, sondern auch Vorsitzender unseres Zukunft Inc.-Netzwerks. Und bei Zukunft Inc. Sind wir nicht alleine, da haben wir noch mehrere andere Firmen, die mit dabei sind. Und ich bin da besonders stolz drauf, dass Heise Medien und VSN auch mit zu den Sponsoren zählen, auch schon seit mehreren Jahren. Und natürlich die Region Hannover als strategischer Partner mit dabei ist. Und ich würde gerne Werbung machen für alle, die Unternehmen haben, ob sie aus dem technischen Bereich kommen oder nicht. Auf jeden Fall, wenn sie Jugendforsch unterstützen wollen. Das ist eine ganz tolle Sache, sich hier beim Regionalwettbewerb zu engagieren. Und die SchülerInnen, die haben da richtig was von. Also mein Aufruf an alle Firmen da draußen in Hannover, macht mit. Genau, machen ist, wir wollen nur krasser. Und ich denke, damit müssen wir es an der Stelle dabei belassen. Du hast aber eine wunderbare Überleitung gegeben, Roman, denn du hast schon angesprochen, die VSM, die Vereinigten Schmirgel- und Maschinenfabriken AG, da kommt nämlich unsere nächste Laudatorin her. Roman, vielen Dank. Und ja, perfekt, ich begrüße zu danken. Bastian, mach's gut. Danke, bis bald. Tschüss. Und ich begrüße Rena Bentin. Hallo, Frau Bentin. Hallo. Sehr schön. Hören können wir sie auch. Super, sehen hoffentlich auch. Ja, also, natürlich. Ich bin Rena Bentin und bei der VSM zuständig für das Personalmarketing. Wir stellen in Hannover Qualitätsschleifmittel her. Hightech-Schleifmittel, die vielerseits eingesetzt werden. Man kann sich das vorstellen, mit unseren Schleifmitteln werden Schiffsdecks geschliffen, Flugzeugturbinen, Bestecke, Glas, also die bunte Palette. Und wir gehören zu den weniger bekannten Unternehmen in Hannover, gehören zum Mittelstand, beschäftigen 500 Mitarbeiter, rund 500 hier am Konzernsitz in Hannover und gehören auch zu den Top 10 der Schleifmittelhersteller weltweit. Das ist natürlich sonst nicht so bekannt. Und wir freuen uns, einer Gruppe von jungen Jugendforscherinnen oder Schüler experimentieren, die Welt der Schleifmittel etwas näher zu bringen. Das möchten wir in Form einer Betriebsbesichtigung anbieten. Wir möchten gerne unsere Produktion zeigen und erklären, wieso Schleifmittel hergestellt werden und wie sie denn anschließend auf großen Jumbos, die man sich so vorstellen muss, dass sie so 1,5 Meter groß sind, dann sozusagen weiterverarbeitet werden. Ja, genau. Genau. Deshalb ist unser Hochregallager auch ganz groß. Und dazu gehört auch noch der Einblick in unsere Forschung und Entwicklungsabteilung. Und das ist auch ganz spannend. Wir freuen uns auf eine Gruppe, die dann irgendwann zu uns kommt. Denn das ist natürlich die Einschränkung. Erst nach der Corona-Pandemie ist das möglich. Ihr müsst euch noch ein wenig gedulden. Aber wir freuen uns. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, nicht wahr? Nein, definitiv nicht. Sehr gut. Auch die Gruppe aus dem letzten Jahr konnte leider auch noch nicht kommen, aber die Gutscheine sind lange gültig. Genau, die haben kein Ablaufdatum. Nein, haben wir haben allerdings ein Ablaufdatum und zwar macht uns die Zeit sonst einen Strich durch die Rechnung. Deswegen, also, Frau Bentin, wir wollen mal schauen, wer bei Ihnen gewonnen hat, oder? Super, schön. Erzählen Sie mal ein bisschen was. Ich weiß es ehrlich gesagt ja noch gar nicht. Oh, dann darf ich den Knopf drücken. Genau, Sie dürfen. Also los geht's. Super. Paul Hörens, die smarte App zum Lateinlernen. Lateinlernen hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit Schleifmitteln zu tun, aber wir freuen uns. Es ist herzlichen Glückwunsch. Genau, Paul, also großartig, die smarte App zum Lateinlernen. Ich habe das vorhin schon, ich durfte schon einmal kurz durch die Präsentation flippen vorhin. Also wer hätte damals des Römers Zeiten irgendwie gedacht, dass man mal eine App braucht, um deren Sprache zu lernen. Ja. Aber auch da, ich denke, herzlichen Glückwunsch an Paul für die überzeugende Präsentation. Gute Arbeit, oder? Super, finde ich ganz toll. Perfekt. Klasse. Frau Bentin, ich sage herzlichen Dank. Und wir danken auch. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Und wenn da jemand absagt, ich will auch mitkommen zum Gucken. Ja, kein Problem. Sehr gut. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Frau Bentin, schönen Dank. Tschüss. Wir kommen zum letzten Sonderpreis. Und zwar brauchen wir noch Herrn Bachfeld bei mir hier vorne auf der Bühne. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Daniel, kannst du uns hören?
Ich kann nicht hören. Könnt ihr mich hören? Ja, du bist noch ein bisschen leise, aber das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch. Das dauert immer ein bisschen, bis die... Das sollte eigentlich jetzt dann sich verbessert haben. Nee, noch nicht. Noch nicht. Tja, oder? Mika ist besser schon? Ich hoffe mal, dass es besser wird, sonst müsste er mich ein bisschen lauter stellen, weil ich kann, jetzt wird es vielleicht ein bisschen besser. Ja, besser so passt so. Es. So passt es. Das wollen wir so machen. Okay. Daniel, erzähl uns ein bisschen was über Make. Was verbirgt sich dahinter? Ja, Make ist ein Magazin, was von Heise Medien hier in Hannover herausgegeben wird. Und letztlich ist Make so ein bisschen eigentlich die Jahresbegleitung zu Jugend forscht. Bei uns findet man auch ganz viele Projekte, zum Beispiel zum Bau von einer CO2-Ampel, die man gerade ja jetzt in Corona-Zeiten braucht, aber auch zum Beispiel Hydroponikanlagen, wenn man irgendwie Pflanzen oder Salat auf dem Balkon züchten möchte. Wir haben auch ganz viele Robotikprojekte und wir zeigen dann eben die Projekte und auch relativ detailliert, wie man die nachbauen kann, sodass man eben andere oder andere Autoren in unserem Heft, andere Maker inspirieren kann. Wir sehen es ja auch, du hast dir einen entsprechenden Hintergrund gewählt. Es geht um selber machen, es geht um Anfassen. Also es ist nicht nur Kopfarbeit hier bei Jugendforscht und Schüler experimentieren, sondern auch wirklich viel zum Anfassen. Ja. Viel zum Anfassen und es geht eben auch immer darum, etwas Technisches zu machen. Also wir sind jetzt kein DIY-Magazin, wo es jetzt nur um Schleifen oder um Sägen geht, sondern bei uns geht es ganz viel auch um Microcontroller, um Raspberry Pi, BBC Microbit, um Roboter und so weiter. Eben das beides miteinander verbinden, um schöne Projekte herzustellen. Das klingt ganz fantastisch. Lass uns auf euren Gewinner schauen. Soll ich es zeigen? Zeig mal, weil ich weiß es auch nicht. Ich bin schon ganz gespannt. Dann geht's jetzt los. Okay. Oh, das passt natürlich sehr gut. Was ist die beste Flügelform für einen Modellflugtyp Mauersegler? Das ist auch ein Thema, was wir immer wieder im Heft haben. Wie baut man Flugzeuge? Wie baut man Gleiter und so weiter? Ja, und herzlichen Glückwunsch an Lennox Fürstenberg, Linus Kintschner und Leander Reinhardt. Tolle Sache und ja, viel Spaß mit dem Jahresabo der Make. Dem kann ich mich anschließen. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Gute Arbeit. Und ich muss jetzt irgendwie mal rausfinden, was denn jetzt die beste Flügelform für diesen Modellflugzeugtyp ist. Und ich muss noch rausfinden, was ein Mauersegler ist. Aber ich denke, das hat bis nach der Sendung Zeit. Genau, das liest du dann irgendwann in der Make, wenn wir mit den dreien uns in Verbindung gesetzt haben. Genau. Daniel Bachfeld, meine sehr verehrten Damen und Herren vom Make-Magazin Heise Medien, vielen Dank, dass ihr auch dieses Projekt hier so fleißig unterstützt. Herzlichen Dank. Bitteschön, gerne. So, jetzt kommen wir zum Highlight des heutigen Tages. Wir geben gleich zurück an Günther auf die Hauptbühne. Und zwar geht es jetzt an die Preisvergabe für den Wettbewerb für die Großen, für Jugend forscht. Günther, zurück zu dir. Ja, hallo, vielen Dank. Wir kommen jetzt zum Block Jugend forscht, zur Preisverleihung. Aber es werden in diesem Block nicht nur Preise, sondern auch noch Sonderpreise verliehen. Also dürft ihr gespannt sein, was da noch alles auf euch zukommt. Bevor wir loslegen, habe ich noch ein paar Worte des Dankes, die ich gerne loswerden möchte. Und zwar möchte ich ganz gerne danken den drei Patenunternehmen. Da ist ein großes Planungsteam im Hintergrund, was uns da hilft, den Wettbewerb, so wie er jetzt hier stattfindet, auf die Bühne zu stellen. Und da ich nicht alle nennen kann, nenne ich einfach die drei Patenvertreterinnen und Vertreter der drei Patenunternehmen. Und das sind Alexandra Gehring von der MTU Maintenance Hannover GmbH, Tornike Mutz-Fallatze von der Region Hannover und Andrea Wiese von der Leibniz-Universität Hannover. Vielen Dank an euch und euer Team für die großartige Unterstützung, ohne die solch ein Wettbewerb nicht möglich wäre. Ebenfalls bedanken möchte ich mich auch, wir haben ja vorhin gerade Roman Korowiak gesehen, ein Juror, möchte ich mich beim gesamten Jurorenteam bedanken. Es sind 36 Jurorinnen und Juroren gestern unterwegs gewesen, beziehungsweise eigentlich nicht unterwegs gewesen. Alle Jurygespräche mussten ja online als Videokonferenzen stattfinden. Sie saßen also zu Hause an ihren Rechnern, Laptops und haben mit euch gesprochen und in der Videokonferenz vorher und nachher mit mir zusammen dann über die Preisvergaben diskutiert, verhandelt und dafür ein ganz, ganz großes Engagement. Die große Unterstützung ist unbedingt nötig, damit so ein Wettbewerb so stattfinden kann. Also vielen Dank an die Jurorinnen und Juroren für das ehrenamtliche Engagement, das wirklich enorm ist.
Noch ein kurzer Hinweis an die Regionalsieger. Das gilt für beide Alterssparten, also auch für die Alterssparte Schüler experimentieren. Alle Regionalsieger haben jetzt ab heute oder heute Abend, wenn ich sozusagen alles in die Wettbewerbsverwaltung eingepflegt habe, haben 8 Tage Zeit, an ihrer Arbeit noch weiterzuarbeiten. In 8 Tagen müsst ihr sozusagen eine Überarbeitung eurer Langfassung der schriftlichen Arbeit hochladen für den Landeswettbewerb. Nutzt die Zeit. Ihr könnt da gerne auch das Jury-Feedback nutzen. Gerne stelle ich da Kontakte her, um euch dann vielleicht in der Videokonferenz nochmal mit den Jurorinnen und Juroren zu treffen, damit ihr nochmal ein paar Tipps bekommt, was ihr machen könnt. Das Jury-Feedback kriegen natürlich andere auch, aber für die Landessieger ist es natürlich enorm wichtig, dafür den Landesentscheid sich nochmal gezielt vorzubereiten. Jetzt legen wir auch schon los. Und zwar fangen wir an mit dem Fachgebiet Arbeitswelt. Der Preisstifter ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und wir starten mit dem ersten Projekt. Kann eine Paketpanne den Verkehr in Städten entlasten? Das Projekt hat Timo Werner erarbeitet von der evangelischen IGS Wunsdorf. Und wir danken dir ganz herzlich für dieses Projekt. Da sehen wir den Timo nochmal und wir schalten weiter zum nächsten Projekt, kein Zittern mehr am Arbeitsplatz. Marvin Henke und Daniel Mattes haben dieses Projekt erarbeitet. Sie sind Auszubildende bei den Imperialwerken OHG Bünde. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, es können nicht nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, sondern auch Auszubildende bis zum 20. Lebensjahr können da teilnehmen. Und wir haben immer wieder Auszubildende, die hier ja, Preise gewinnen, mitmachen. Und das ist natürlich ganz toll, dass solche Projekte hier ja, am Wettbewerb teilhaben. Vielen Dank für euer Projekt und wir hoffen auch darauf, dass ihr vielleicht auch nächstes Jahr wieder dabei seid. Das nächste Projekt beschäftigt sich mit Deo, Feinstaub im Deo oder doch nur Nebel. Thea Laue und Theresa Schallwick haben dieses Projekt am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg erarbeitet und die Jury ist der Meinung, dass ihr dafür den Sonderpreis Natur-Jahresabonnement bekommt. Für die Zeitschrift gilt das, was ich vorhin im Blog Schüler experimentieren gesagt habe, dass wird abgewickelt über die Wettbewerbsverwaltung und startet dann im Sommer. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dieses Projekt haben wir gerade schon gesehen. Das hatte ja schon den Sonderpreis des Freimaurerischen Kultur- und Sozialwerks Friedrich zum Weißen Pferde erhalten. Aber die Jury schreibt in ihrer Laudatio, das hören wir uns jetzt auch noch an, mit viel Begeisterung haben sich Friedrich, Leo, Benjamin und Kian in ihrem Projekt den Problemen der Energiewende angenommen. Mit ihrem Modell Electricity machten sie einen Vorschlag zur dezentralen Energieversorgung. Diesen überprüften sie anhand sinnvoller Abschätzungen sowie durch Simulation in ihrer eigenständig entwickelten Smartphone-App. Zur Veranschaulichung bauten sie mit viel Liebe zum Detail ein mit der App verknüpftes interaktives Modell, welches sie in einem fesselnden Vortrag vorstellten. Die Jury ist der Meinung, dass ihr dafür den 3. Preis verdient. Wir kommen jetzt zu einem Projekt von einer Dreiergruppe und hier würde ich gerne mit Tabea Sophie einmal sprechen. Tabea Sophie ist schon ein paar Jahre dabei bei diesem Wettbewerb und ich habe in ihrer Historie mal nachgeguckt, so der letzten Jahre, und mir ist dabei aufgefallen, sie hat sich fast immer mit ihren Projekten, also die Projektthemen drehten sich immer um landwirtschaftliche Projekte. Deshalb frage ich sie mal, wie kommt es dazu, dass du immer landwirtschaftliche Themen dir aussuchst? Ja, da ich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen bin, habe ich mich schon früh mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Und natürlich kamen da auch immer wieder Fragen auf, die man sich nicht so schnell beantworten konnte. Und dadurch sind dann auch Jugendforschprojekte entstanden. Ja, in eurem Projekt habt ihr die Feinstaubemissionen von Treckern untersucht und habt dabei auch eigene Filter entwickelt. Dabei hat sich ein Filter als besonders effektiv erwiesen. Welcher war das denn und wie kann man das nutzen? Grundsätzlich haben wir 2 Partikelgrößen an Feinstaub mit unserem selbstgebauten Feinstaubsensor messen können. Die größeren Teilchen konnten durch eine Filterkombination am besten gefiltert werden. Hierfür haben wir den Laserdruckerfilter, den Moosfilter und den Staubsaugerbeutelfilter zusammengeschlossen. Die kleineren Partikel konnten jedoch nur von dem Staubsaugerbeutelfilter am besten gefiltert werden. Da die Verbesserung hier bei nur 0,84% lag, wäre es somit sinnvoller, die mehreren Filter im Zusammenschluss zu verwenden. In der Praxis wären unsere Filter definitiv nutzbar, jedoch müsste man sich über Reinigungsintervalle Gedanken machen und in diesem Zuge weiter forschen. Tabea, vielen Dank dafür. Ich lese dir mal die Laudatio vor, die die Jury für euch verfasst hat.
Tabea, Sophie, Janis und Niklas erforschen in ihrem Projekt Möglichkeiten zur Verringerung der Feinstaubbelastung durch Traktoren. Hierzu planten und konstruierten sie einen ausgeklügelten Versuchsaufbau zur Untersuchung der Abgase unterschiedlicher Traktormodelle sowie zum Test selbstgebauter Filter aus unterschiedlichen Materialien. In ihrer ausführlichen Präsentation konnten sie darlegen, dass selbst mit einfachsten Mitteln eine drastische Reduktion der Feinstaubbelastung möglich ist. Und die Jury ist der Meinung, dass ihr deshalb den zweiten Preis verdient habt. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu einem Projekt, was wir vorhin auch schon gesehen haben in der Sonderpreisverleihung. Da vielleicht noch eine ganz kurze Erläuterung dazu. Dieser Sonderpreis für die überzeugendste Präsentation beinhaltete eine Werksführung bei der VSM, das haben wir schon gehört, und das beinhaltet eine Werksführung für deine ganze Klasse. Das heißt, du kannst mit deinem ganzen Lateinkurs dorthin gehen und zeigen, dass auch Lateiner sich für solche Sachen interessieren, die dort stattfinden. Die Jury schreibt für dein Projekt: Paul hat in seinem Projekt selbstständig die smarte, nutzerzentrierte App Diskite zum effektiven Lernen von Lateinvokabeln entwickelt und diese in einer sehr überzeugenden Präsentation vorgestellt. Zur Weiterentwicklung der App hat er sich aktiv Feedback von Testpersonen eingeholt. Um Diskite möglichst vieler Menschen zugänglich zu machen, hat er sie kostenlos verfügbar gemacht und den Quellcode der App offengelegt. Vielen Dank für dein Projekt und die Jury ist der Meinung, dass du damit den ersten Preis verdienst und dich also zum Landeswettbewerb qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch dafür. Wir kommen zum Fachgebiet Biologie. Der Preisstifter für die Fachgebietspreise ist die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Und wir haben das Fachgebiet Biologie Jugend forscht, was die meisten Projekte zum Wettbewerb geschickt hat. Insgesamt sind es 12 Projekte, sodass dort auch 2 Jury-Teams unterwegs waren, die dann miteinander sprechen mussten bezüglich der Fachgebietspreise. Wir starten mit dem ersten Projekt. Der Einfluss von Mikroplastik auf Weizen von Tim Lempfer und René Wagner ist erarbeitet worden am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg und wir danken euch für euer Projekt und hoffen, dass ihr wieder dabei seid nächstes Mal. Die Alternative: Kann Knoblauch Antibiotika ersetzen? Damit hat sich Ellie Jellen befasst. Sie kommt von der evangelischen IGS Wunsdorf und auch hier freuen wir uns, wenn sie nächstes Jahr wieder dabei ist. Die Wirkung des Antibiotikums Ciprofloxacin unter dem Einfluss von Temperatur und pH-Wert. Das ist das Thema von Veronika Katz und Brianna Ganz. Sie sind von der Schillerschule Hannover und wir danken für euer Projekt. Mattia Fienger tritt gleich mit 2 Projekten an. Es ist nicht der Einzige, der mit 2 Projekten antritt, das werden wir noch sehen. Aber Mattia ist mit 2 Projekten dabei und ein Projekt ist oder lautet die Wirkung von Phytohormonen auf tierische Zellen. Er hat sein Projekt an der Medizinischen Hochschule Hannover bearbeitet unter der Betreuung. Er ist Schüler an der Schillerschule und ist dann von dort auch mitbetreut worden. Und ich würde gern Mattia einmal zu seinem Projekt fragen. Mattia ist jemand, der ist schon sehr lange beim Wettbewerb Jugendforsch dabei. Er hat mir im Vorfeld des Wettbewerbs geschrieben, dass er schon dass ihn der Wettbewerb seit 7 Jahren schon begleitet. In diesem Jahr ist er gleich mit 2 Projekten dabei. Und ich frage ihn mal, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was dich an Jugendforsch so begeistert. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, würde ich sagen. Und ich denke auch viel nach. Außerdem bin ich naturwissenschaftlich ein bisschen orientiert. Also das interessiert mich mehr als die anderen Sachen. Und deswegen habe ich überlege ich immer an die Möglichkeiten, die Naturwissenschaften bieten. Und durch Jugendforsch habe ich eine Plattform, sodass die dargestellt werden und auch wertgeschätzt werden. Und das begeistert mich am meisten an Jugendforsch. Außerdem ist die Interaktion mit den anderen Repräsentanten von anderen Projekten meiner Meinung nach sehr wichtig und die mit der Jury, damit man dann auch einschätzen kann, ob diese Ideen doch tatsächlich gut sind oder nicht. In dem Projekt, das ich gerade vorgestellt habe, beschäftigst du dich bzw. du versuchst, pflanzliche Wachstumshormone zu nutzen, um die Heilung von Wunden und Knochenbrüchen zu beschleunigen. Erzähl uns bitte kurz, wie du auf dieses Thema gekommen bist und warum du, ich weiß, dass du zwischendurch auch Schwierigkeiten hattest mit dem Projekt, warum du trotz der Schwierigkeiten beim Experimentieren das Projekt als gewinnbringend für dich beurteilst. Letztes Jahr wurde ich operiert und es war eine ganz kleine OP, aber es hat mich geärgert, dass ich deswegen nicht mein ganz normales Leben leben konnte. Und ich bin auch eine ungeduldige Person und deswegen habe ich überlegt, wie man diese Wundenheilung beschleunigen könnte.
Und ich weiß, dass Wachstumshormone Moleküle sind, die das Wachstum von Zellen beschleunigen. Und wir haben ja selber im Körper Wachstumshormone, aber Tiere und Pflanzen haben auch welche. Und tierische Hormone, Wachstumshormone werden ja schon beim Mensch verwendet. Und deswegen weiß ich, dass die schon funktionieren und ich wollte was Neues ausprobieren. Also pflanzliche Wachstumshormone zur Beschleunigung des Wachstums von Zellen benutzen, um die Wundenheilung zu fördern. Und von meinen Ergebnissen hat sich ergeben, dass ich noch mehr Versuche bräuchte und vielleicht andere experimentelle Bedingungen ausprobieren sollte und so weiter. Aber ich würde trotzdem sagen, es hat sich gelohnt, da dran zu bleiben und ich werde auch da weiter dranbleiben, weil das eigentlich ein Projekt ist, was viel Potenzial bietet, wenn man vor allem zum Beispiel an Wirbelbrüche denkt, die sehr dramatisch enden können. Dankeschön, Mattia. Nachher sehen wir noch dein zweites Projekt, mit dem du ebenfalls im Fachgebiet Biologie antrittst. Wir kommen jetzt aber zum nächsten Projekt. Das heißt Kalkulationsanalyse zur Prävention von MRSA in deutschen Krankenhäusern. Erarbeitet hat dieses Projekt Bennett Stange und er ist von der evangelischen IGS Wunsdorf. Vielen Dank, Bennett, für dein Projekt. Die Frage, ob uns Sport jünger bleiben lässt, hat sich Lotta Völker gefragt. Der Einfluss von Sport auf die Telomerlängen bei Kindern war das Thema. Und Lotta, wir danken dir auch für dein Projekt. Löst Alkohol das Nitratproblem? Ein Thema von Felix Knierim am Marion-Dönhoff-Gymnasium Nienburg. Und auch da danken wir für dein Projekt und hoffen, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist. Untersuchung einer Kreuzimmunität zwischen SARS-CoV-2 und Viren der Familie Coronaviridae. Lasse und Fabian haben sich damit beschäftigt. An der Schiller-Schule Hannover haben sie dieses Projekt erarbeitet. Und auch hier freuen wir uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Vielen Dank für euer Projekt. Wir kommen zu einem nächsten Interview. Und zwar geht meine Frage an Nina Bukan. Sie hat sich mit dem Thema Hautzucht auf einer Kollagen-Spinnenseide-Matrix beschäftigt. Und ich würde Sie gerne fragen, ja, viele Menschen haben ja Angst vor Spinnen. Was aus Ihrer Sicht das Tolle an Spinnen und insbesondere an der Spinnenseide ist? Was fasziniert mich an Spinnen? Naja, also sie sind sehr klein, aber sie sind doch ziemlich groß. Für mich persönlich sind sie die Königinnen im Tierreich, buchstäblich, denn sie besitzen auch blaues Blut. Wir Menschen und alle anderen Tiere besitzen in unserem Blut eine Sauerstoff-Eisen-Molekülverbindung, wobei Spinnen eine Sauerstoff-Kupfermolekülverbindung besitzen. Und ich finde, das ist ziemlich interessant. Wussten Sie auch, dass Spinnen mehr Fleisch verspeisen jährlich als alle Wale der Welt? Tatsächlich, denn Spinnen verspeisen 800 Millionen Tonnen an Fleisch jährlich, wobei Wale nur 250 bis 500 Millionen Tonnen an Fleisch verspeisen. Sie sind sehr klein, aber dafür haben sie einen ziemlich großen Hunger. Sie haben auch viel mehr Augen als wir. Sie haben bestimmte Hightech-Augen und sie können damit auch viel besser sehen als wir, bis zu einem ultravioletten Spektrum. Kein Wunder, warum viele Menschen Angst vor ihnen haben, denn mit ihren Hightech-Augen sehen sie schon ziemlich gruselig aus. Zudem kann das Gift einiger Spinnen auch einen gesunden Menschen in Kürze von 15 Minuten töten. Aber dasselbe Gift kann auch einen Menschen das Leben retten bei der richtigen Anwendung, was wirklich interessant ist. Zu dem zweiten Teil der Frage, warum mich Spinnenseide so sehr fasziniert. Naja, zum Beispiel ist Spinnenseide auch eigentlich flüssig und verhärtet erst beim Luftkontakt. Würde Spinnenseide die Dicke eines Bleistiftes besitzen, könnte ihr Netz sogar ein Flugzeug im Flug stoppen. Aus Büchern wissen wir, dass Spinnenseide schon damals in der Antike als Wundauflage benutzt wurde. Und ich finde, sie verdient unsere Aufmerksamkeit auf dem medizinischen Gebiet. Danke, Nina. Man merkt, wie begeistert du von Spinnen bist. Spinnenseide ist ja ein Rohstoff, der nachwächst. Deshalb ist die Jury der Meinung, dass du den Sonderpreis Nachwachsende Rohstoffe verdient hast. Der ist mit 75 Euro dotiert und wir gratulieren ganz herzlich dazu. Wir kommen zum nächsten Projekt. Der Boden Hannovers. Die Jury schreibt in der Laudatio zu diesem Projekt: Merle und Joshua untersuchten verschiedene Oberflächen in Hannover und konnten jeweils erwartbare Mikrobiome durch präzises wissenschaftliches Vorgehen nachweisen. Die benutzte Methodik wurde ausführlich beschrieben. Offenbar sind die Teilnehmer im Labor eingearbeitet, können auch die Auswertung selbst durchführen. Merle und Joshua gewinnen damit den dritten Preis. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zu einem alten Bekannten. Mattia Fienga hat sich
beschäftigt mit dem Thema Faktoren, die die Entwicklung der globalen Covid-19-Pandemie beeinflussen. Und die Jury schreibt zu seinem Projekt, Mattia Fienga hat in seiner Arbeit Faktoren untersucht, welche die Entwicklung der Covid-19-Pandemie bei Jugendlichen in Deutschland und Italien beeinflussen. Er konnte in einem anschaulichen, gut strukturierten Vortrag sowie im Jurygespräch überzeugend darlegen, dass er aufgrund einer selbstentwickelten Umfrage für das untersuchte Zeitintervall im Frühjahr 2020 zu validen Ergebnissen gekommen ist. Dabei konnte er seine Hypothese bezüglich des Einflusses der Sozialkontakte bestätigen. Und die Jury vergibt dir dafür den zweiten Preis. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu dem nächsten Projekt. Der Titel lautet Anthropogene Einflüsse auf Pilze. Erarbeitet haben dieses Projekt Tim Lempfer, René Wagner und Jonathan Schlesner vom Marian-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg. Die Laudatio lautet dazu, die Gruppe untersuchte in einem klar strukturierten, sehr sinnvoll angelegten Experiment, das eindeutig auf das Problem orientiert war, die Wirkung von Ionen auf das Wachstum von Austernseitlingen und konnte einen negativen Effekt mit zunehmender Ionenmenge feststellen. Startpunkt des Interesses dieser Arbeit war die Beobachtung im Wald, dass mit zunehmender Nähe zu ackerwirtschaftlicher Nutzung ein vermindertes Pilzwachstum festgestellt werden konnte. Herauszustellen ist das sehr gut entwickelte analytische Vorgehen und die Reflexionsleistung der Gruppe. Und deshalb ist die Jury der Meinung, dass ihr dafür den ersten Preis verdient habt und mit dem Regionalsieg auch am Landeswettbewerb teilnehmt. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen jetzt zum Fachgebiet Chemie. Preisstifter ist hier der Fonds der chemischen Industrie im Verband der chemischen Industrie. Und wir starten mit dem Projekt, was sich mit Sichtscheiben von Skibrillen beschäftigt. Die Analyse der Sichtscheiben von Skibrillen bis hin zur Herstellung einer Sichtscheibe. Jonathan hat hier auch sein zweites Projekt, er war ja gerade bei dem anderen Projekt auch schon dabei, hat in diesem Fall zusammen mit Helen und Sophie das Projekt erarbeitet, ebenfalls am Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg. Und wir danken euch für euer Projekt und hoffen, dass ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Wachspapier, eine nachhaltige Alternative. Michelle Mees, Vanessa Borgs und Melia Meyer haben dieses Projekt am Marion-Dönhoff-Gymnasium erarbeitet und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Danke für euer Projekt. Das Thema Bioethanol als Ersatz für fossile Brennstoffe, eine Antwort auf den Klimawandel, das hat sich Robin Witt gefragt. Die Laudatio heißt hierzu, Robin Witt hat sehr engagiert zellulosehaltige Recyclingprodukte zersetzt, um Glucose für Bioethanolgewinnung zu produzieren. Dabei hat er sehr eigenständig mit vielen Haushaltsgegenständen sinnvoll experimentiert. Und die Jury ist deshalb der Meinung, dass du dafür den zweiten Preis bekommen sollst und vergibt zusätzlich dir auch noch den Sonderpreis Energiewende, der mit 75 Euro dotiert ist. Wir kommen zum Projekt Untersuchung der Durchlässigkeit von Mund-Nasen-Masken für Kohlenstoffdioxid. Henriette Karcher und Ben Simon haben sich mit diesem Thema beschäftigt und die Jury schreibt in ihrer Laudatio, Henriette und Ben haben sich sehr ausführlich und wissenschaftlich fundiert mit der Kohlenstoffdioxidkonzentration der Ausatemluft beim Tragen von Mund-Nasen-Schutz beschäftigt. Sie haben sehr interessante Ansätze zum Weiterexperimentieren erläutert. Ihre Ergebnisse lohnen sich zu veröffentlichen. Herzlichen Glückwunsch zum Regionalsieg und zur Qualifikation zum Landesentscheid. Wir kommen zum nächsten Fachgebiet. Das ist das Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Preisstifter ist hier der Stern. Und wir starten mit dem Projekt Leben auf dem Mond, Modellierung einer Mondkolonie. Janis Schwering hat dieses Projekt an der IGS Wunstorf erarbeitet und die Jury schreibt hierzu, Janis hat sich mit der Lage und den Notwendigkeiten für die Errichtung einer Forschungsstation auf dem Mond beschäftigt. Anhand von Kartenmaterial und dazu sinnvoll begründeten Schlussfolgerungen konnte er Orte und nötige technische Voraussetzungen für eine solche Kolonie in seiner Präsentation angeben. Die Jury ist deshalb der Meinung, dass du hierfür den dritten Preis verdient hast. Herzlichen Glückwunsch. Das nächste Projekt ist von Anushka Schumacher von der IGS Wunstorf. Ihr Titel ist Leitungswasser mit und ohne Wasserfilter, ein Trinkwasser. Anushka hat sich mit der Qualität von Leitungswasser in Deutschland und in Harare, Simbabwe beschäftigt, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Filterung. Hierzu hat sie Messreihen durchgeführt, um Trinkwasser aus verschiedenen Wasserquellen auf ihre Inhaltsstoffe zu untersuchen. In ihrer Präsentation konnte sie nachvollziehbar die Wirksamkeit eines Wasserfilters zur Qualitätsverbesserung von Trinkwasser aufzeigen.
Und die Jury ist der Meinung, dass du dafür ebenfalls den dritten Preis verdient hast. Herzlichen Glückwunsch. Das Thema Superböden durch Superabsorber in Böden kommt von Arno Spark-Kappe und Eren Güler vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium. Und die Jury schreibt in ihrer Laudatio, die beiden Schüler Arno und Eren haben versucht, einen Torfersatz in Blumenerde zu finden, wobei sie die Eignung von Superabsorbern aus Windeln durch selbstentwickelte Testreihen untersucht haben. Hierbei sind sie sehr systematisch und wissenschaftlich vorgegangen und konnten in einer interessant vorgetragenen Präsentation ihre Ergebnisse schlüssig vorstellen. Die Jury ist der Meinung, dass du dafür den ersten Preis verdienst und dich damit zum Landeswettbewerb qualifizierst. Zusätzlich kriegst du auch noch den Sonderpreis Umwelttechnik, der mit 75 Euro dotiert ist. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zum Fachgebiet Mathematikinformatik. Preisstifter ist hier die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Und das erste Projekt hat den Titel Der Kaufpreis von Immobilien, eine Modulation und Analyse. Erarbeitet hat das Projekt Thomas Behrens von der evangelischen IGS Wunsdorf. Vielen Dank für dein Projekt. Kalix, schlaues Betriebssystem für schlaue Schüler. Alexander Iljoschonak von der Schillerschule Hannover hat dieses Projekt erarbeitet und die Jury schreibt in ihrer Laudatio dazu, Alexander hat ein Linux-basiertes Betriebssystem als Alternative zu Windows und macOS entwickelt. Ihm war es dabei besonders wichtig, dass das Betriebssystem benutzerfreundlich und für den Schulalltag geeignet ist. In seiner Präsentation hat er den Funktionsumfang demonstriert. Die Jury vergibt dir dafür den dritten Preis. Herzlichen Glückwunsch. Entwicklung einer KI für das Spiel Tic-Tac-Toe mit Hilfe des Reinforcement Learning. Die Jury schreibt zu diesem Projekt von Marcel Rossmann von der Schillerschule Hannover. Ausgehend von der Spielidee Bauernschach hat Marcel eine KI, also eine künstliche Intelligenz, für das Spiel Tic-Tac-Toe entwickelt. Unter anderem ist er dabei auf die Schwierigkeiten der nicht deterministischen Umgebung eingegangen. Zur Entwicklung seines Algorithmus hat sich Marcel intensiv mit dem Ansatz des Reinforcement Learning auseinandergesetzt und sein tiefgreifendes Verständnis hat Marcel souverän in seiner Präsentation belegt. Die Jury erkennt dir deshalb den zweiten Preis zu und zusätzlich erhältst du noch den Sonderpreis CT, ein Magazin für Computertechnik, auch hier ein Jahresabonnement, das dann im Sommer beginnt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir kommen zum Projekt Was wächst denn da? Ermittlung von bakteriellem Wachstum anhand von Metagenomdaten. Justus Beck hat das am Kaiser-Wilhelm-und-Raths-Gymnasium erarbeitet und die Jury schreibt in ihrer Laudatio, Justus hat bei der Untersuchung von Metagenomdaten interdisziplinär gearbeitet. Er hat Analyseverfahren zum Wachstum und zur Zuordnung von Bakterienkulturen entwickelt. Ihm gelang dabei unter anderem eine anschauliche Umsetzung von Read-Positionen in Audiodateien. Für seine anspruchsvolle Forschung musste er sich in aufwendige mathematische Methoden einarbeiten. Und das ist ihm so gut gelungen, dass die Jury ihm den ersten Preis zuerkennt und er sich damit auch für den Landeswettbewerb qualifiziert. Viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Wir kommen zum Fachgebiet Physik. Preisstifter ist hier die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Und das erste Projekt beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung des Teetasseneffekts als Trennverfahren für Gewässerreinigung. Erarbeitet hat dieses Projekt Jonas Rogalski-Kors und er ist von der evangelischen IGS Wunsdorf. Die Jury schreibt in der Laudatio, Jonas untersucht in seiner Arbeit, inwieweit der Teetasseneffekt zur Reinigung von Naturschwimmbädern angewendet werden kann. Hierzu wurden in kleinem Maßstab Versuche mit einem Magnetrührer durchgeführt und per Video dokumentiert, sowie der Einfluss von Beckentiefe, Beckenform, Rotationsgeschwindigkeit und Masse der Schmutzpartikel auf die Wirksamkeit des Effekts untersucht. Besonders hat der Jury die Auseinandersetzung und Einordnung der Ergebnisse bezüglich der Kosten und der Machbarkeit gefallen und die Jury verleiht ihm daher den dritten Preis in diesem Fachgebiet. Herzlichen Glückwunsch. Der Skispringer und der Kreuzbandriss. Das ist das Thema von Hanna Zülich. Sie ist von der evangelischen IGS Wunsdorf und die Jury schreibt in ihrer Laudatio, warum verletzen sich viele Skispringende bei der Landung, insbesondere am Knie? Diese interessante Frage ist Skisprung-Fan Hanna Zülich in ihrer Arbeit nachgegangen und hat dabei wesentliche Einflussgrößen, die zu einem Kreuzbandriss führen, untersucht und erfolgreich identifiziert.
Mithilfe des Modells des waagerechten Wurfs hat sie anhand der Geometrie einer Sprungschanze die Kraftwirkung bei der Telemark-Landung auf das Knie berechnet. Daraus hat Hanna schlüssige Folgerungen zur Prävention von Knieverletzungen abgeleitet. Der Jury gefiel die klare Struktur und Präsentation der interdisziplinären wissenschaftlichen Arbeit sowie die umfangreiche Literaturrecherche und sie belohnt dies mit dem ersten Preis. Zusätzlich erhält Hanna noch den Sonderpreis Thinking Safety, der mit 75 Euro dotiert ist. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Wir kommen zum Fachgebiet Technik, also das letzte Fachgebiet im Bereich Jugend forscht. Preisstifter ist hier der Verein Deutscher Ingenieure e.V. Und wir starten mit dem ersten Projekt. Ein Projekt, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben, was einen Sonderpreis gewonnen hat. Das Projekt Der Ton macht das Wachstum. Finn Reinhardt, Nico Diekmann und Henk Wiedersich sind Auszubildende der Imperialwerke OHG in Bünde. Und die Jury schreibt in der Laudatio: Finn, Nico und Henk, ihr habt in eurem Projekt eindrucksvoll den Einfluss von Schall- und elektromagnetischen Wechselfeldern auf das Wachstum von Pflanzen am Beispiel Kresse untersucht. Ihr habt euren Versuchsaufbau des letzten Jahres sinnvoll weiterentwickelt und eure Erkenntnisse laden sehr zu weiteren Forschungen ein. Wir hoffen also, dass ihr weiterarbeitet in eurem Projekt und die Jury erkennt euch den einen dritten Preis zunächst mal und aber auch noch zwei Sonderpreise. Und zwar einmal den Sonderpreis Hören, Akustik und Lärm, der mit 75 Euro dotiert ist. Und zusätzlich habt ihr vorhin ja schon bekommen von Herrn Kurowiak den Sonderpreis für das innovative Projekt. Also auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns, wenn wir euch nächstes Jahr wieder beim Wettbewerb sehen. Wir kommen zum Projekt Modern Air, Lüften neu definiert. Torben Heine und Paul Paisan vom Marion-Dönhoff-Gymnasium haben sich dieses Themas angenommen und die Jury schreibt in ihrer Laudatio: Torben und Paul, ihr habt euch in eurem interdisziplinären Projekt mit der automatisierten Lüftung von Klassenräumen auseinandergesetzt. Mit eurem selbstgebauten Prototypen habt ihr die Machbarkeit eurer Idee eindrucksvoll dargestellt. Durch Messung der CO2-Konzentration und der Temperatur werden die Lüfter optimal geregelt. Dabei waren euch das Recycling alter Komponenten und die Nutzerfreundlichkeit eurer Anwendung wichtig. Die Jury ist deshalb der Meinung, dass ihr dafür den zweiten Preis verdient und zusätzlich noch einen Sonderpreis Make kreativ mit Technik, also ein Zeitschriftenabonnement. Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt kommen wir zum letzten Projekt. Das ist ein Projekt von Jennifer Schott vom Marion-Dönhoff-Gymnasium und sie hat als Thema Gewinnung von Wasserstoff durch Elektrolyse im Low-Cost-Ansatz. Die Jury schreibt in ihrer Laudatio: Jennifer, du hast in deinem Projekt erfolgreich eine Wasserelektrolyse aus kostengünstigen Materialien umgesetzt. Dabei konntest du auf Spezialmaterialien verzichten. Besonders gefallen hat uns deine energetische Betrachtung zur Energieeffizienz deines Projekts. Spannend fanden wir auch die von dir angestrebte Integration der Wasserstoffnutzung in Verbrennungsmotoren zur Verbesserung. Und die Jury meint, dass du deshalb den ersten Preis verdienst und am Landeswettbewerb teilnehmen solltest. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg beim Landeswettbewerb. Ich gebe jetzt nochmal ab an Bastian. Vielen Dank und bis später. Da sind wir. Hallo, Günther, ganz herzlichen Dank sehr, sehr langen Redebeitrag, aber ich denke, du hast jeden der Preisträger gebührend gewürdigt. Da freuen wir uns sehr. Bei mir ist Susanne Holert-Retzlaff von Jugend forscht selbst, wenn ich das richtig weiß. Susanne, stell dich kurz vor und dann springen wir direkt in die Projekte. Wir müssen los. Ja, sehr gerne. Ich beeile mich. Genau. Ich bin Susanne Holert-Retzlaff. Ich bin bei der Stiftung Jugend forscht und ich bin da als Netzwerkkoordinatorin tätig und unter anderem Ansprechpartner für alle Jugendforscht-Netzwerkpartner in Niedersachsen. Und ich freue mich total, dass ich hier heute Preise vergeben darf. Und zwar darf ich zwei Preise für Projektbetreuer und Projektbetreuer verleihen. Und uns allen ist ja auch klar, wie wichtig es ist. Ohne individuelle Förderung könnten ganz viele Jungforscher und Jungforscher gar nicht so erfolgreich an diesem Wettbewerb teilnehmen, wie sie es tun. Und der erste Preis, das ist der Sonderpreis für engagierte Talentförderer, gestiftet von der Heinz und Gisela Friedrichs Stiftung. Und er ist dotiert mit 100 Euro. Und die Jury hat sich in diesem Jahr entschlossen, Herrn Philipp Popp vom Kaiser Wilhelm Umratsgymnasium Hannover
mit diesem Sonderpreis auszuzeichnen. Und in der Laudatio hierzu heißt es, Herr Popp betreut seit wenigen Jahren Projekte der beiden Wettbewerbssparten Jugend forscht und Schüler experimentieren auf hohem Niveau. Alle in diesem Jahr von ihm betreuten Projekte konnten hier beim Wettbewerb eine Platzierung erzielen. Und mit diesem Preis soll seine Förderung junger Talente gewürdigt werden. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Popp. Und es gibt noch einen weiteren Preis für Projektbetreuerinnen und Projektbetreuer, und zwar eine Einladung zu dem Wochenendworkshop Digitalisierung und Schule und außerschulische Lernorte, der im Herbst 2021 in Lemgo stattfindet. Und die Preisträgerinnen und Preisträger erwartet ein buntes Programm, und die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung übernimmt der Preisstifter, die CTS Gruppen- und Studienreisen GmbH. Und die Vergabejury hat entschieden... Susanne? Ja? Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Gerne. Wir müssen irgendwie nochmal zurück ins Studio. Wieso? Ich weiß nicht. Mann. Ich kriege hier auch nur einen Zettel. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Nee, brauchen wir nicht. Wir machen hier gleich weiter bei CTS-Reisen. Also ich... Nee, wir haben nichts verpasst, aber es scheint wichtig zu sein. Deswegen müssen wir nochmal rüber. Wir hören mal rein. Sollen wir wieder? Also ich weiß auch nicht, was hier los war. Das macht aber gar nichts. Also ich drücke hier wieder den Screen an. Erzähl nochmal. Wofür machen wir CTS-Reisen? Nochmal von vorne oder genau. Der Preisstifter ist die CTS Gruppen- und Studienreisen GmbH. Es handelt sich um den Workshop Digitalisierung, Schule und außerschulische Lernorte im Herbst 2021. Und in diesem Jahr wird mit diesem Preis Frau Sabine Gärtner von der Schiller-Schule Hannover gewürdigt. Und in der Laudatio hierzu heißt es, Frau Gärtner ist seit vielen Jahren als Projektbetreuerin in der Schiller-Schule aktiv. Ihre Förderung junger Forscherinnen und Forscher führt regelmäßig zu erfolgreichen Wettbewerbsteilnahmen. Von ihr betreute Projekte nehmen sowohl an den Landeswettbewerben als auch am Bundeswettbewerb teil. Und der Preis ist eine Anerkennung ihrer nachhaltigen Betreuungsarbeit, der hiermit zum Ausdruck gebracht wird. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Gärtner. So, und ich habe noch einen dritten Preis, den ich vergeben darf, und zwar den Sieger des diesjährigen Jugendforsch-Schulpreises des niedersächsischen Sponsorpools. Und der ist mit 250 Euro dotiert und geht in diesem Jahr an die Schiller-Schule Hannover. Denn die Schiller-Schule Hannover fördert seit vielen Jahren MINT-Talente in überzeugender Weise. In diesem Jahr konnten neben weiteren Platzierungen gleich zwei Regionalsiege erzielt werden. Und mehrere Betreuungskräfte der Schiller-Schule tragen zu einer kontinuierlichen Förderung der jungen Forscherinnen und Forscher auf sehr hohem Niveau bei. Vielen Dank hierzu und herzlichen Glückwunsch Ihnen allen. Ich glaube, dem ist fast nichts hinzuzufügen. Also es ist wirklich beeindruckend, wie viele Menschen hier ihre Schülerinnen und Schüler antreiben, mitzumachen bei diesem Wettbewerb oder bei den beiden Wettbewerben. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ohne... diesen Innovationswillen kommen wir irgendwie nicht vorwärts. Und deswegen ganz herzlichen Dank, Frau Holert-Retzlaff, dass wir hier die Unterstützer dessen auch nochmal so doll hervorheben. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Klasse. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie auch dabei waren hier bei uns auf der Bühne. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Zuschaltung. Ich freue mich auf Dr. Daniel Osewold. Herzlich willkommen hier bei mir auf der Bühne. Ist er da? Da ist er. Moin. Moin. Ich kann dich halbwegs gut hören. Wir können dich ganz fantastisch hören. Ich bin ganz am Ende und ja, als Landeswettbewerbsleiter lade ich gleich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein zum Landeswettbewerb. Genau. Ja, das darfst du hier auf der großen Bühne tun. Ich mache mein Video aus, denn das, was du zu sagen hast, ist extrem wichtig. Wir freuen uns, dass du da bist und bis gleich. Ob das so wichtig ist, weiß ich nicht, aber ist okay. Es ist, glaube ich, für die Teilnehmer ganz entscheidend nochmal. Erstmal bedanke ich mich natürlich bei der MTU, bei der Leibniz-Universität Hannover und bei der Region Hannover, die zusammen mit Günter Kämpfer das hervorragend durchgeführt haben, diesen Wettbewerb, der sehr schön geklappt hat. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch hier, lieber Bastian, wie ihr das umgesetzt habt, diesen Online-Wettbewerb. Das hat mir sehr gut gefallen, die Feierstunde. Vielen Dank dafür. Ja, es ist wieder Zeit, Ende der Jury bzw. Ende der Feierstunde. Ich lade euch ein. Das Motto dieses Jahr war, lasst Zukunft da. Ihr
habt gezeigt, dass ihr neugierig seid und interessiert seid an der Zukunft und tolle Forschungsprojekte nach vorne gebracht habt. Ihr seid dafür mitverantwortlich, dass diese Welt weiterhin lebenswert bleibt, so wie wir sie kennen, so wie wir sie haben wollen. Und genau das ist das Ziel auch mit Jugend forscht, dass ihr euch mit diesem Wettbewerb identifiziert, aber auch naturwissenschaftliche Fragestellungen aufwerft, euch mit Naturwissenschaften beschäftigt. Gerade in dieser Zeit merken wir, wie wichtig doch auch die naturwissenschaftliche Forschung und insbesondere auch das Beschäftigen und das Hinterfragen von naturwissenschaftlichen Fragestellungen ist. Ich bin begeistert von den tollen Projekten. Ich habe sie jetzt ja in der Kurzschau noch mal gesehen, vorher schon in den Kurzfassungen lesen dürfen. Das war schon was ganz Besonderes. Diese Neugier müsst ihr auf jeden Fall beibehalten, egal ob ihr als Regionalsieger jetzt heute ausgezeichnet wurde oder auch nicht. Ja, hier wächst etwas und ich denke, damit können wir ganz weit nach vorne kommen und da mache ich mir auch keine Sorgen um die weitere Zukunft. Zu den Landeswettbewerben hat Günther schon ein paar Mal etwas gesagt. Er hatte schon gesagt, 8 Tage habt ihr noch Zeit. 8 Tage, eure Langfassung nochmal zu überarbeiten. Vielleicht die Tipps von der Jury, die euch im Jurygutachten zugehen, nach dem Abschluss des Wettbewerbs von Günther, wenn es weitergeleitet ist, werdet ihr dazu ja irgendwas erfahren. Das könnt ihr in der Datenbank vielleicht auch nachlesen. 8 Tage habt ihr Zeit, daran noch ein bisschen zu feilen und dann werdet ihr zu mir nach Clausthal-Zellerfeld kommen? Nein, auch das ist ein Online-Wettbewerb. Das heißt, wir werden nicht in Clausthal das Ganze haben, aber von Clausthal aus werde ich das Ganze moderieren, diese Tage dann im März. Und der Wettbewerb findet vom 22. bis zum 24. März für die Seniorsparte, für die Jugendforschschülerinnen und Schüler statt. Ihr bekommt heute bzw. morgen eine E-Mail von mir, wo ihr schon mal grob einen kleinen Plan bekommt, wie die nächste Zeit vonstatten geht, wie wir uns den Wettbewerb vorstellen. Die Jüngeren unter euch, die heute Landessieger geworden sind, die aus der Junior-Sparte Schüler experimentieren, dort findet der Wettbewerb von Oldenburg aus moderiert statt, vom 18. bis zum 20. März und Frau Holle wird euch genauso informieren. Also denkt daran, ihr habt 8 Tage Zeit. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf einen tollen Wettbewerb. Vielen Dank und damit gebe ich zurück ins Studio. So, warte. Günther, da sind wir wieder. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und wir sind nur 6 Minuten über der Zeit. Ich denke, das war auch von dir eine tolle Planungsleistung, das vorher so abzusehen, dass wir das in jetzt 96 Minuten schaffen werden. Ja, ich hoffe, dass ich die Laudation jetzt nicht zu schnell vorgelesen habe, aber wie Daniel Osewold schon sagte, ihr kriegt nach dem Abschluss des Wettbewerbs natürlich alle Informationen über die Online-Wettbewerbsverwaltung auch nochmal schriftlich und wir schicken euch die natürlich auch zu mit den Urkunden und Preisen nächste Woche. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir das jetzt digital gemacht haben und hier bei YouTube live übertragen haben, könnt ihr quasi ab dem Moment, wo Mika hier gleich auf den Stoppknopf drückt, euch schon die Aufzeichnung ansehen, also auch da nochmal ein Vorteil aus der Digitalität. Wir haben eben gehört, 8 Tage Zeit nochmal zum Überarbeiten der Langfassung. Genau, das ist nur ganz kurz, aber es lohnt sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal ein bisschen zu feilen, um seine Chancen beim Landeswettbewerb nochmal zu erhöhen. Aber was mir auch noch ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, ihr seid alle Sieger, auch die, die nicht den Regionalsieg mit nach Hause nehmen, auch die, die ohne Preis hier sozusagen verabschiedet werden. Ihr habt das geschafft, ein Projekt hier beim Wettbewerb antreten zu lassen. Ihr habt es einer Jury vorgestellt, ihr habt daran gearbeitet und deshalb ist es aller Ehren wert und ihr solltet euch heute, soweit es unter Corona-Bedingungen vernünftig geht, zu Hause feiern lassen. Das ist auf jeden Fall angemessen. Absolut, vielleicht könnt ihr euch für zu Hause auch so eine Scheibe hier besorgen. dann klappt es auch mit dem Gesundbleiben. Günther, bevor wir uns noch einmal die Plakate zum Abschluss anschauen, wollen wir noch Danke sagen, richtig? Genau. Wir würden gerne Danke sagen und zwar allen Sonderpreisstiftern Danke sagen. Wir haben hier die ganzen Logos sozusagen nochmal eingeblendet. Vielen Dank. Ohne diese große Unterstützung der Sonderpreisstifter wäre es nicht möglich, so viele Sonderpreise zu vergeben. Und das ist natürlich für einen Wettbewerb toll, wenn wir da auch nicht nur die Projekte sehen, sondern auch Preise vergeben dürfen. Und das ist der erste Dank also an die Sonderpreisstifter. Und ich möchte nochmal natürlich auch allen Unterstützern des Wettbewerbs danken. Das sind natürlich die Patenunternehmen, aber auch weitere Unterstützer und nicht zuletzt Digital Mindsets hier für das Ausrichten dieser Feierstunde. Ich bin ganz begeistert, dass wir hier in dem Studio das so hinkriegen mit der großen Unterstützung von Christian, Bastian und Mika. Dankeschön dafür. Sehr, sehr gerne, da nicht für. Und ich denke auch, Günther, dir nochmal ganz herzlichen Dank im Namen von allen. Ist das nicht abgesprochen, aber ich glaube, es ist selbstverständlich oder es ist eben nicht selbstverständlich, dass du so viel Arbeit da reinsteckst,
das jetzt schon im 10. Jahr. Ich hätte jetzt eigentlich nochmal irgendwie hier so ein Jubiläumsding vorbereiten sollen. Das haben wir nicht gemacht, aber ich denke, damit belassen wir es für heute. Wir sagen Dankeschön, nämlich auch euch, die ihr zugeschaut habt. Das hat uns, glaube ich, viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich danke auch ganz herzlich und würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wieder in Präsenz sehen. Also habt Ideen, forscht weiter, bleibt neugierig und kommt nächstes Jahr wieder und dann hoffentlich in Präsenz. Alles Gute, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.